Das scheint funktioniert zu haben. Aufnahme läuft. Dann herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung, der dritten Vorlesung, der nächsten Vorlesung vom Softwaretechnikpraktikum. Heute fange ich an, nicht der Albert, weil ich euch heute das Projektmanagement-Tool vorstellen möchte. Und zwar das Jira. Jetzt sehe ich gerade im Chat, da sagt einer, er hört nichts. Für den Fall, dass jemand was nicht hört, dann muss man noch den zusätzlichen Knopf mit Computer-Audio beitreten klicken. Ah, okay, jetzt hört er. Okay, gut. Dann einmal wollen wir hier Folien. So, das hier ist die Oberfläche vom Jira. Das lässt sich zu finden unter jira.uniks.de. Steht ja auch auf den Organisationsfolien, die ich hochgeladen habe. Und das hier ist die Ansicht, die ihr bekommt, wenn ihr euch das erste Mal einloggt. So, für euch, ihr habt dann hier oben unter Projects, da wird euer Projekt dann drin sein. Das heißt für euch dann sowas wie Sommersemester 20 Team A oder Team B. Da werden dann ihr und eure Teamkollegen eingetragen sein und ihr bekommt die entsprechenden Rollen, die man in so einem Scrum oder agilen Projekt hat. Wie das agile Projekt und dieses Scrum funktioniert, das zeigt der Albert gleich nochmal genau. Da geht es dann so ein bisschen um die Theorie dahinter. Ich möchte jetzt hier aber erstmal vorweg kurz die Praxis einmal vorstellen. So, im Primär, was ihr dann tut, ist, dass ihr euch hier in diesem Projekt, ich habe jetzt hier mal so ein Demo-Projekt angelegt, aufhaltet. Und dann kommt ihr immer in so eine Übersicht, die sich Active Sprints nennt. Ein Sprint ist immer ein zweiwöchiger Programmierabschnitt, in dem sich Issues befinden, die von Developern bearbeitet werden. Wir haben jetzt hier so ein bisschen das Naming-Problem. Issues, also das, was hier in Jira ein Issue ist, das ist für das, was wir beibringen, eine Story, eine Software-Story. Das, was wir aus Programmiermethodik schon kennen. Also, und diese ersten Schritte, primär das, was der Scrum Master und der Product Owner, also die ersten beiden Projektführungsrollen nächste Woche nach dem ersten Kundentreffen zu tun haben, ist, dass sie hier oben auf Backlog gehen und ganz viele Tasks anlegen, also ihre Stories. Und das funktioniert wie folgt. Hier an der Seite steht immer eine Version. Da wählt man immer das Release aus, in dem man das gerade anlegen möchte. Bei euch, also hier steht jetzt nur ein Release, in euren Teams werden da schon alle vier Releases stehen. Und dann wählt ihr das aus. Und dann könnt ihr hier unten anfangen, Stories zu erstellen. Wie zum Beispiel Alice wants to log in. Enter, dann erstellt er dieses Issue. Jetzt könnt ihr erstmal alle Issues anlegen, von denen ihr glaubt, dass sie auf die Anforderungen matchen. Zum Beispiel wants to log in, Alice wants to log out, Alice wants to see all online people, Alice wants to create a game. So als Beispiel. Dann habt ihr einen Haufen von Issues bzw. Stories und die müssen geschätzt werden. Das bedeutet, ihr setzt euch in einer Runde zusammen und schätzt, wie kompliziert ist es jetzt, diesen Task umzusetzen. Das macht ihr im Scrum Poker. Wie das funktioniert, zeigen wir euch auch noch. Wir haben gerade leider festgestellt, dass am Freitag keine Vorlesung ist. Wir gucken, wie wir das hinkriegen. Eventuell nehme ich nochmal ein zusätzliches Video auf und erkläre das da, wie das funktioniert. Oder wir machen das jetzt gleich, nickt der Professor mir gerade zustimmend zu. Wenn ihr dieses Poker gemacht habt, bei dem es darum geht, die Gewichtung oder die Schwierigkeit von diesen Tasks oder diesen Stories zu schätzen, klickt man die einmal an und hier oben gibt es das Feld Estimate. Mit Estimate ist eben diese Schätzung gemeint. Ich glaube jetzt zum Beispiel, dass dieses Alice wants to log in, das setzt sehr viel grundlegende Infrastruktur voraus, wie zum Beispiel eine Netzwerkschicht und all diese Dinge. Glaube also, das dauert so ein bisschen länger und auf einer Skala von 1 bis 100 würde ich dem jetzt hier so eine, also man nimmt da meistens die Fibonacci-Zahlen für. Jetzt müsste man die natürlich auswendig kennen. Ich bin aber mal ganz dreist und sage, das ist eine 42. Dann erscheint hier auch diese 42 als Zahl. Dann sage ich Logout. Okay, das ist jetzt eigentlich voll easy, weil die Infrastruktur, die vom Login gemacht wurde, die funktioniert jetzt schon. Das ist jetzt irgendwie nur eine 5. Jetzt sage ich gerade, oh, dieses Logout hier, das bedingt irgendwie die Tatsache, dass es eine Infrastruktur gibt.
Jetzt fällt mir auf, oh, das ist ja irgendwie alles doof. Das, ich glaube, ich mache hier nochmal so ein We need an infrastructure. Infrastructure. Das ist jetzt aber kein direktes Story, sondern das ist halt irgendwie so ein Task, der außen rum ist. Den müssen wir irgendwie tun, damit wir mit den Stories weitermachen können. Und was wir jetzt machen können, ist, dass wir hier in Alice wants to log in einen Blocker zu bestimmen. Wenn wir hier auf Edit gehen, dann kann man, wenn mich nicht ganz alles täuscht, ein Linked Issue einstellen, zum Beispiel Blocks. Und da kann ich leider nur andere Issues auswählen. Das ist ja richtig gemein. Naja, okay. Das funktioniert natürlich wieder mal nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Machen wir es andersrum und sagen, dass das Log auch das Login bedingt. Machen wir es mal so rum, dann funktioniert das wunderbar. Das Logout bedingt das Login. Jetzt müsste man tendenziell, um dieses Logout hier abzuschließen, erst das Login abschließen. Das ist jetzt natürlich alles nur so ein bisschen, ja, das sind weiche Hindernisse, ne? Das ist jetzt einfach, damit ihr das schöner und einfacher planen könnt später. So, jetzt tragen wir hier nochmal die ganzen letzten Points ein. Ich glaube, dieses Wants to see other, das ist irgendwie schon irgendwie ein bisschen schwieriger. Der geben wir mal eine 20. Create Game ist bestimmt richtig einfach. Das hat nur 3. Den Task löschen wir mal wieder, weil wir uns dazu entschlossen haben, den braucht kein Mensch. Lassen wir da drin. So, jetzt haben wir einen Backlog vorbereitet. Ein Backlog bedeutet, das sind Stories, die noch keinem Sprint hinzugefügt wurden. Das bedeutet, ein Backlog ist einfach nur eine Sammlung von Stories, von Aufgaben, von Dingen, die noch getan werden müssen. Der nächste Schritt ist jetzt, diese ganzen Aufgaben auf diese beiden Sprints, also diese 2 mal 2 Wochen, aufzuteilen. Jetzt empfiehlt sich natürlich an der Stelle immer erstmal einen Sprint zu planen. Das kann man später im Laufe der Veranstaltung, wenn man dann schon ein bisschen sicherer in dem Ganzen ist, natürlich auch auf einen Monat machen. Aber jetzt würde ich erstmal empfehlen, dass man einen Sprint plant und dann, wenn der so zu Ende geht, in der Woche davor den zweiten zu planen. So, was ich jetzt also mache, ist hier oben, ich sage Create Sprint. Dann ziehe ich die ganzen Aufgaben da rein, die ich gerne machen möchte. Ich glaube, das Login ist ganz okay, das Logout, Wants to see online people. Und dieses Einlass lassen wir hier mal im Backlog, weil ich glaube, das schaffen meine Entwickler noch nicht. So, und dann muss der Scrum Master, also, ne, ihr könnt nicht, jeder kann hier alles machen, das kann nur gerade ich, weil ich Admin bin. Ich bin gerade so mehr oder weniger der Scrum Master, der hier alles zusammenklickt. Was der dann macht, ist hier auf Start gehen, ne? Der zählt mir hier auch die Estimated Story Points zusammen. Und wenn ich das alles eingestellt habe, kann ich hier auf Start drücken, wenn ich nicht noch was vergessen hätte. Haha, gut, dass ich mitdenke. Ich habe ja gesagt, wir wollen hier die Gewichtung schätzen. Was wir aber auch wollen, ist Zeit zu schätzen. So eine Gewichtung lässt sich tendenziell irgendwie in Zeit überführen, habe ich mal gehört. Aber das darf auch voneinander abweichen. Nur weil etwas schwer zu implementieren ist, heißt das nicht, dass jemand, der nicht gut ist, das auch in deutlich weniger Zeit schafft. Das heißt, abgelöst von dieser Story Point, dass das Ding irgendwie 42 Punkte hat, weil es viel Inhalt hat, glaube ich, dass man hier ungefähr eine Woche Arbeit braucht. Eine Woche ist in diesem Jira hier 5 Tage. Und 5 Tage sind 4 Stunden. Das ist so eine, also das ist so hier auf Arbeitstage und Arbeitswochen, aktiven Arbeiten eingeteilt. So, update das. Das sollt ihr auch für jeden einzelnen Task machen. Dann schätzen wir hier Wants to see online people. So, ich bin irgendwie klug und habe mir schon die Doku angeguckt. Ich weiß, dass das voll einfach ist. Da machen wir mal, braucht ein guter Entwickler 4 Stunden für. Wants to logout, haben wir schon gesagt, ist irgendwie ganz einfach. Da muss man nur so ein bisschen was an der Oberfläche und den Controllern am Ende ändern. Das dauert irgendwie dann nur 1 Stunde. Ihr seht auch nachher gleich, warum ich das hier mache mit diesen Uhrzeiten und denen, wie lange das dauert. So, das ist jetzt das Setup, was man einstellen muss, bevor man den Sprint startet. Das machen wir jetzt. Jetzt fragt er, wie lange der gehen soll. Der geht in der Regel immer 2 Wochen. Das lassen wir auch immer alles so. Das Startdate rechnet er automatisch aus. Nehmen wir jetzt mal tatsächlich das Startdate, so wie es wirklich losgeht. Das ist ja nächsten Montag, der 4. Mir ist bewusst, dass das bei vielen am Anfang jetzt nicht funktionieren wird. Dadurch, dass wir jetzt hier eine Woche später angefangen haben mit der Vorlesung, verschiebt sich das jetzt hier alles am ersten Release um eine Woche. Das ist erstmal nicht schlimm. Ja, das im ersten Release ist es nicht wild. Wenn das Sprint ein bisschen später startet, geht davon die Welt nicht unter. Wenn er das im zweiten und dritten tut, dann schon, dann werde ich böse. So, dann ist er jetzt gestartet. Und
Jetzt gibt es zwei Wege, was man machen kann. Entweder ist der Scrum Master, der kennt seine Leute total genau und der weiß ganz genau, dieses Alice wants to log in. Ja, das kann der Sebastian richtig gut, deswegen implementiert er das und packt den hier als Assignee rein. So, dann würde jetzt hier das Profilbild von demjenigen erstellen. Jetzt steht hier, dass ich das machen muss. So, dann dieses Alice wants to see online people. Das macht jetzt irgendwie der Albert, weil ich als Albert eingeloggt bin. Was war das? Ah. Okay, Albert hat gerade die Kamera weggenommen. Er möchte nicht, dass ihr mein Gesicht seht. Unverschämt. Ach so, weil ich hier unten editiere. Sorry. Ah, es wurde verdeckt. Ich wiederhole nochmal kurz. Hier unten kann man einstellen, wer diese Aufgaben tut. Das kann entweder der Scrum Master einstellen oder der Entwickler selbst. Wenn ich jetzt hier als Entwickler eingeloggt bin und sage, oh, ich will dieses Alice wants to see online people, sage ich hier Assign me und dann werde ich selber dafür zugewiesen. So, was man dann eigentlich nur tut, ist, man assignt die alle und dann sagt man, okay, ich glaube, der Sebastian, der fängt jetzt hier mit diesem Alice Wants to Login an, zieht sich das in Progress und beginnt jetzt zu arbeiten. Das Beginn zu arbeiten bedeutet, er tut irgendwas und drückt dann hier oben auf Log Work. Hier gebe ich jetzt ein, wie lange ich gearbeitet habe. Sie haben irgendwie gesagt, das Ding dauert eine Woche. Und jetzt habe ich irgendwie, das steht jetzt übrigens auch, use existing estimated of 1 week. Dann würde ich das auf einmal sofort reduzieren. Oder ich sage, nee, ich habe mich irgendwie verschätzt und möchte das hier komplett noch umstellen. Das geht auch. In der Regel sagt man aber, ich will einfach nur von dem Bestehenden abziehen. So, und zwar habe ich jetzt 4 Stunden gearbeitet und die logge ich. Und das tut man die ganze Zeit, bis die dann irgendwann auf Null ist und dann hört man nicht auf, sondern man loggt weiter. Denn, jetzt habe ich gehofft, dass er das hier anzeigt, was er wieder nicht tut. Das stelle ich aber noch ein, dass das zu sehen ist. Solltet ihr hier unten mal irgendwelche Sachen vermissen, dann gibt es in der Regel immer hier so ein More Action und dann kann man hier einfach sagen, ich will Log Work haben. Dann gehen auch diese ganzen Fenster auf. Ich möchte jetzt hier aber so ein richtiges. Ah, es gibt zwei, das ist so ein bisschen kompliziert. Man kann hier nochmal auf den Namen klicken, dann geht eine erweiterte Ansicht auf. Und hier wird das Time-Tracking angezeigt. Jetzt habe ich vorhin 4 nur eingegeben und 4 interpretiert er als 4 Minuten. Man muss also auch immer dahinter schreiben, wie viel man gearbeitet hat, zum Beispiel 4 Stunden. Machen wir das Ganze doch nochmal und loggen Work und sagen, wir haben jetzt 2 Tage gearbeitet. Nicht Sekunden, 2 Tage. Dann kann man hier unten den Progress verfolgen. So, warum ist das jetzt wichtig? Das ist wichtig für euren Scrum Master und für euch, damit ihr mal ein Gefühl bekommt, wie lange brauche ich denn jetzt tatsächlich für so eine Aufgabe? Und habe ich mich am Anfang verschätzt und bin ich überhaupt in der Lage, meine Programmierarbeitszeit richtig einzuschätzen? Bei den meisten von euch gehe ich davon aus, wird das über diese 4 Monate hinweg immer, immer, immer besser werden. Also das wird immer genauer, ihr könnt immer genauer abschätzen, wie lange brauche ich für diesen Task, wie lange brauche ich nicht für diesen Task. Und am Ende kann euer Scrum Master dann hier auch ordentlich sehen, hat mein Team vernünftig gearbeitet oder nicht. So, jetzt habe ich irgendwie nochmal ganz viel gemacht, drücke wieder auf Log Work und sage, es ist jetzt egal, wie viel der hier irgendwie gebraucht hat. Ich möchte den jetzt hier set to 0, weil ich bin fertig. Geht ab. Logge das. Ach shit, dann will er hier wieder irgendwas. Na gut, da stehen jetzt irgendwie noch offen. 2 Tage, 3 Tage, dann machen wir jetzt irgendwie noch 3 Tage habe ich gearbeitet. Dann springen die hier runter. Eigentlich, wenn ich mich nicht verklickt hätte, was ich die ganze Zeit tue, verdammte Axt. Nein, ich möchte mich nicht assignen. Ich möchte gerne Arbeit loggen, bitte. Und zwar 3 Tage. Ah, jetzt ist das auf 0. Jetzt ist das hier, ne, bisschen mehr steht drin. Ich habe jetzt irgendwie 1 Woche und 3 Tage, 4 Minuten dafür gebraucht. Das heißt, ich weiß das nächste Mal, okay. Ich habe mich so ein bisschen verschätzt bei der Arbeit. Das würde ich jetzt für alles tun. Und wenn ich fertig bin, dann ziehe ich hier diesen Issue auf Done. Dann vergeht jetzt Zeit. Ihr alle tut das. Hoffentlich nicht Sonntagabend, sonst werden eure Betreuer und ich insbesondere sehr böse. Dann wird es irgendwann passieren, dass der Sprint zu Ende ist. Dann klickt man hier oben auf Complete Sprint, sagt, yo, man ist fertig. Und dann könnte man tendenziell an die Planung des nächsten gehen. Jetzt bekommt ihr hier so tolle, geniale Linien. Da, hier sieht man jetzt natürlich nicht viel, weil ich halt alles an einem Tag gemacht habe. Es gibt hier unter Reports, kann man sich das sogenannte Burndown-Chart angucken.
Switch Report Burndown Chart. So sieht das aus. Ich zeige euch gleich mal, wie ein richtiges Burndown Chart aussieht, wie das auszusehen hat. Damit müsst ihr euch mal ein bisschen auseinandersetzen hier. Könnt ihr euch halt angucken, verschiedene Metriken. Es gibt hier verschiedene Reports. Es gibt dann noch irgendwie Velocity Charts. Dann diese kumulative Flow Diagramme sind ganz interessant noch, weil die Done und in Progress ganz gut zeigen. Also wenn hier am Ende noch Tasks offen sind, was ja durchaus passieren kann, dann zeigt er so ein bisschen das Verhältnis, wie viele habe ich geschafft und wie viele habe ich offen, um vielleicht meine Sprint- und Release-Planung anzupassen. Mir ist bewusst, dass ich jetzt hier gerade nicht alle Features gezeigt habe, die das Jira hat. Man kann zum Beispiel so einer Story noch Subtasks geben. Ich könnte der jetzt hier zum Beispiel noch weitere Unteraufgaben geben. Das ist aber erstmal nicht wichtig. Was für diese Stories wichtig ist, dass die komplett eingetragen sind. Und was da komplett drin stehen muss, das findet ihr bei uns auf dem Blog. Ich habe hier unter Softwaretechnik Praktikum schon mal Anforderungsdokumente hochgeladen. Da steht genau drin, wie diese ganzen Dinge auszusehen haben und was ihr da tun müsst. Zum Beispiel im Jira steht da irgendwie drin, dass in der Beschreibung von einer Story eine Software-Story stehen muss. Eine Software-Story ist das, was Albert in Programmiermethodik vorgestellt hat. Das bedeutet hier im Jira, wenn ich hier auf diesen Task klicke, dann steht hier in der Description sowas wie Title, Alice wants to create a game, oder einfach mal nur Create Game. Dann haben wir es ja gelernt, kommt Step, kommt Beschreibung, Do, also Startsituation, Aktion, Endsituation. So kennen wir das ja. Start ist Alice is logged in. She wants to create a new game. Action, she clicked, oha, on the New Game Button and a new game appears in the game list. Ich entschuldige mein schlechtes Englischen, das ist jetzt nicht gerade bis vor the Runaways. So, wenn ihr das getan habt, drückt ihr hier auf Save, dann habt ihr eine Software Story eingetragen und in diese Attachments hier unten, da kommen Mockups rein. Mockups bedeutet irgendwie was Gezeichnetes von dem, wie es am Ende aussehen soll, was beim Create New Game Button dann vielleicht einfach so eine kleine Leiste ist, wo so ein Button Create Game drin ist und eventuell noch mit einem kleinen Pop-up gezeigt, wo man Einstellungen fürs Spiel konfigurieren kann, zum Beispiel Name, Anzahl Spieler und so weiter. Das seht ihr ja dann, was man da machen kann. Das ist das, was mindestens in so einer Story drin sein muss. Könnt ihr hier auch immer nochmal nachlesen. Ne? Story Points müssen eingetragen werden, Zeiten müssen geschätzt werden, Zeiten müssen fortlaufend erfasst werden, Mockups sind im Anhang, dann müssen diese Stories noch Release zugeordnet sein und alle genannten Punkte dürfen nicht in Subtasks ausgelagert sein. Das heißt nicht, dass ihr keine Subtasks verwenden dürft, das heißt nur, ihr sollt, was passiert hier? Jetzt bin ich wieder im Bild. Das heißt nur, ihr sollt in den Subtask nicht diese Stories schreiben, sondern die Stories sollen halt in der Story drinstehen. Also die Software-Stories sollen in der Story drinstehen. Dann gibt es da irgendwie noch so Task- und Bugfixes, die könnt ihr frei verwenden. Die haben keinerlei Anforderungen, die könnt ihr gerne benutzen. Das gleiche gilt für Apex und all sowas. Wir zeigen das gleich alles nochmal in einem ordentlichen Video. Und es gibt ganz viele Online-Tools, wie Scrum und Agility funktioniert. Könnt ihr euch das noch in Ruhe angucken. Ich wollte euch nur hier erstmal die Basis für die Vorlesung zeigen, was für euch wichtig ist. So, soweit zum Jira. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte verlieren zu den allgemeinen Anforderungen. Ich habe dafür ganz viele tolle Dokumente vorbereitet, wie zum Beispiel die Präsentation. Präsentation ist das, was ihr am Ende der Natascha und dem Clemens vorstellt. Das soll natürlich, da wir hier so ein bisschen Kunde und Auftraggeber simulieren wollen, nicht einfach nur eine plumpe Technikvorstellung sein, sondern schon irgendwie auch so ein bisschen Richtung, naja, ihr wollt das ja verkaufen. Ihr seid ein junges, dynamisches Startup, was jetzt gerne sein cooles neues Spiel auf dem Markt publishen wollt. Und da müsst ihr euch mal überlegen, was man da noch so alles zusätzlich für braucht, damit das auch cool ankommt. Dann ist vielleicht ein Handout keine schlechte Idee. Aber rein von den benoteten Anforderungen bedeutet das, dass der Product Owner und der Scrum Master zusammen exakt 20 Minuten halten. Das heißt, jeder hält exakt 10 Minuten. Mit exakt meine ich jetzt wirklich exakt 10 Minuten. Mehr oder weniger führt zu Punktabzug. Der PO, der stellt Mockups und implementiert einen Stand vor. Der Product Owner ist ja derjenige, so der BWLer eigentlich. Das ist derjenige, der mit dem Kunden verkehrt. Das ist derjenige, der keine Ahnung von der Technik hat. Das heißt, der zeigt, guck mal, so haben wir uns das vorgestellt, so sieht es jetzt aus.
Und dann sagt er noch, und das haben wir übrigens noch zusätzlich gemacht, weil wir das richtig cool fanden. Der Scrum Master ist derjenige, der den Projektablauf beschreiben kann. Der kann zum Beispiel dann solche Sachen sagen wie, ja, ihr gefordertes Feature, das war irgendwie richtig kompliziert, da mussten wir richtig umdenken, aber da haben wir eine richtige Lösung gefunden, das haben wir jetzt so technisch elegant gelöst und da haben wir jetzt hier irgendwie noch Features hinzugefügt. Der macht das Ganze dann eben auf dieser technischen Ebene. Vor allem stellt er dann auch dieses Burndown-Chart, was ich eben noch gezeigt habe, vor, mit Erklärungen. Ich mache das gleich mal vor an einem Vorzeige-Burndown-Chart. Könnt ihr das in der PDF nicht lesen oder ist das, geht das so lala? Ansonsten bitte ich euch, nachher dann nochmal auf YouTube zu gucken, da ist die Qualität des Streams besser. Wir haben es leider nicht hingekriegt, das zu verbessern. Oder auf dem Blog könnt ihr parallel gucken, da sind die Sachen ja auch schon hochgeladen. Genau, dann am Ende machen beide zusammen die Live-Demo. Ne? Ihr müsst also ein bisschen mit eurer Zeit haushalten. Wenn jetzt irgendwie beide schon 8 Minuten geredet haben, dann reichen 4 Minuten vielleicht nicht für die Live-Demo. Dann sind hier noch so ein Not-to-Dos. Na, ihr dürft auf keinen Fall eine IDE zeigen, das ist eine Kundenpräsentation. Das Spiel startet man so, wie man Spiele startet, über eine Jar oder eine Exe oder sonst irgendwas, aber nicht über Quellcode und drückt in IntelliJ auf Run oder Eclipse oder NetBeans oder was auch immer. Und so ein bisschen allgemeines Folienlayout wäre irgendwie nicht nur schön, sondern geht direkt in die Note ein. Wenn da keine Seitenzahlen sind, keine Name, kein Datum, dann ist das auch schon scheiße. Ich meine, das ist so ein bisschen Grundform, die jetzt jeder hier sich mal antrainieren sollte. So, dann haben wir noch. Das machen wir mal noch nicht. Doch, das machen wir schon. Das sind die allgemeinen Anforderungen für den Server. Die hatte ich ja, glaube ich, schon mal so ein bisschen grob erklärt. Die sind jetzt auch auf dem Blog. Die könnte sich jeder auch schon mal bis nächste Woche oder sollte sich jeder bis nächste Woche angeguckt haben, damit er für sein Teamtreffen und vor allem, wenn es losgeht, schon mal grob weiß, wo die Reise hingehen soll und was gemacht werden muss. Hier steht jetzt Anmeldung am Spielserver, Verarbeiten aller Systemnachrichten. Das steht in der Server-Doku, was das genau gemeint ist. Laden verfügbarer Karten. Die Karten sind so aufgebaut, dass es Metainformationen zu denen gibt und ein Bild, was als Hintergrund agiert. Dieses Bild muss noch nicht runtergeladen werden. Es reicht, wenn ihr die Metadaten habt. Das bedeutet nicht, dass ihr es nicht könnt. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr das natürlich machen, aber es ist nicht zwangsläufig. Ich mache das PDF mal größer, sage ich gerade, höre ich gerade aus dem Off. Jetzt müsste die Qualität etwas besser werden. Wahnsinnig. So, dann irgendwie so muss man in der Lobby was anzeigen. Also nach dem Login soll man laufende Spiele anzeigen, angemeldete Spieler und es soll so ein Chat-Modi gehen. Das ist alles noch recht easy peasy. Von den Aktionen muss man ein Spiel erzeugen, beitreten, verlassen, im Game chatten, in der Lobby chatten können und wieder ausloggen. Spiel erzeugen und Spiel beitreten. Beim Spiel beitreten passiert erstmal noch nicht so viel. Der Server sendet nur eine Nachricht. Jo, du bist da, gleich folgt eine Startsituation, es kommt aber noch nichts. Das heißt, das Einzige, was ihr tun könnt, ist dieses Spiel wieder verlassen. Das ist an der Stelle noch ein bisschen einfach gehalten. So. Hier unten unterschreibt ihr dann ganz heiter und munter. Das Gleiche tun dann auch die Frau Nolte und der Herr Emme. Und hier steht, bis wann die Stories im Jira eingetragen sein müssen. Bis 6.5. Das ist immer der Mittwoch nach dem Kundentreffen. Bis dahin muss spätestens alles im Jira drin sein und zusammengeordnet, so wie ich das gerade gezeigt habe und so wie es in den Anforderungen steht. Wenn das mal nicht geschafft werden kann, braucht man eine verdammt gute Ausrede. Ich habe bisher noch nie eine gehört. So, und das Letzte ist diese Server-Doku. Will ich jetzt auch nur mal ganz kurz durchgehen, wie die grob aufgebaut ist. Am Anfang steht hier nur Allgemeines, wie das Ding funktioniert. Das ist irgendwie, ist hier die Grund-URL für REST-Kommunikation, für WebSockets. Dann welches Format das benutzt, wie ihr Login behandelt, dass Spiele automatisch nach 15 Minuten ausgelockt werden, Spiele werden nach 5 Minuten gelöscht. Schaut euch das mal ganz in Ruhe an. Und dann ist immer für jede Schnittstelle, das sind einmal synchrone REST und asynchrone WebSockets, sind dann geschrieben, wie die funktionieren. Hier zum Beispiel, wie ihr euch registriert am Server. Was im Body geschickt werden muss, ein kleines Beispiel, wie der Aufruf aussehen kann. Ich habe jetzt hier das Linux-Tool Curl dafür verwendet, weil das, denke ich, recht einfach zeigt, was getan werden muss. Das ist irgendwie ein Post an diese URL mit diesen Daten und so antwortet der Server. Und so ist die gesamte Dokumentation aufgebaut und ihr solltet euch da eigentlich relativ leicht dran langhangeln können. Gehen wir mal noch hier ganz unten noch zu der asynchronen Kommunikation. Da gibt es erstmal nur den Systemchannel, an dem man sich anmelden kann, der sendet Nachrichten, ob jemand in der Lobby ist, ob er ausgetreten ist, ob er im Spiel gejoint ist, ob er aus dem Spiel zurückgekommen ist. Das heißt, hiermit könnt ihr asynchron eure Listen aktuell halten. Und das wird auch nur darüber gemacht. Wenn ein Team auf die Idee kommt, alle 500 Millisekunden eine Restanfrage zu schicken und zu fragen, gib mir mal alle Spieler oder alle User, das
kriegt mein Server mit und es könnte passieren, dass der euch dann anpöbelt. Und ich meine das ernst, der fängt wirklich an, euch zu beleidigen. Da ist ein Anti-Spam-Schutz drin, der registriert das, wenn ihr diese Schnittstellen bombardiert und dann schmeißt er euch raus und beleidigt euch ganz wüst. Dann gibt es hier so eine Chat darüber, das ist also ein ganz simpler asynchroner Chat, meldet euch mit eurem Usernamen an und dann könnt ihr da irgendwie schreiben, empfangen, wie das aussieht, ist hier alles nochmal ganz in Ruhe beschrieben. Und in-game passiert erstmal noch nicht so viel, außer dass ihr halt so ein Leave-Game-Command schicken könnt. Wenn es da irgendwelche Fragen und Probleme gibt, wendet ihr euch da natürlich zuversichtlich an eure Betreuer dann. Dann eine Letztlichkeit. Natürlich bleibt niemand verschont, dass da Fehler im Server sind. Gebe ich zu, kann durchaus passieren, dass ich da auch irgendwas gemacht habe, was nicht ganz so funktioniert. Falls ihr so etwas findet, könnt ihr hier in dem Moodle-Kurs STP SS20 hier den Bug-Tracker benutzen. Da schreibt ihr einfach einen Bug rein, den ihr im Server gefunden habt, oder wenn ihr der Meinung seid, ihr habt einen Bug entdeckt, verwendet ihr bitte dieses Template hier. Ihr schreibt also, Team E hat folgenden Fehler gefunden, beschreibt den kurz, hängt vielleicht ein Stacktrace dran und optional einen Verbesserungsvorschlag, wenn ihr vielleicht schon wisst, woran das liegen könnte. Und dann kümmere ich mich darum, schreibe das darunter, dass ich den behebe und werde dann hier auf dem Blog unter Exercise immer einen Server-Changelog hochladen. Da steht dann genau drin, was ich geändert habe, damit alle sehen, wo und wann sich irgendwas am Server geändert hat, damit das nicht irgendwie zu seltsamen Verhalten führt. Des Weiteren haben wir dann noch so einen kleinen Discord-Channel vorbereitet, wo ihr auch alle reingepackt werdet. Da werden regelmäßig auch Updates von mir reingeschaltet zu allerlei Fragen. Das heißt, wenn uns einzelne Teamfragen erreichen, dann werde ich die dort beantworten für alle, damit ihr da alle auf einen einheitlichen Wissensstand seid, dass hier kein Genörgel am Ende kommt. Ich wusste das aber nicht. Man kennt das ja. So, jetzt habe ich vorhin die ganze Zeit getriggert. Ich will euch noch ein ordentliches Burndown-Chart zeigen. Jetzt hoffe ich, der gute Herr Professor hat seine Folien hier noch offen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es diese hier sind. Verrückterweise. Und hier irgendwo habe ich ganz dreisterweise Burndown-Charts reinkopiert. So sieht. Das hier? Ah, jetzt bin ich weg. So. Können wir das hier irgendwie größer machen? Präsen mehr rechts, präsentieren, wird geladen. Ja, jetzt ist es so ein bisschen größer. Das hier ist zum Beispiel jetzt ein perfekt schlechtes Burndown-Diagramm. Warum ist das schlecht? Das Team hat ganz offensichtlich die ersten 2 Wochen so ungefähre Eierschaukelei betrieben und hat dann am letzten Wochenende festgestellt, oh Scheiße, da ist irgendwie jetzt aber noch richtig viel zu tun und haben dann hier den Sonntag bis hin zum letzten Montag dann wie wilde gearbeitet, sind aber nicht fertig geworden. Ich möchte jetzt nicht sagen, welches Team das war. Eventuell war das meins, als ich SE gemacht habe. Da haben wir relativ schnell festgestellt, das hier war das dritte Release, wenn ich mich recht erinnere, dass wir mit der Arbeit, die wir uns vorgenommen haben, vorne und hinten nicht klarkommen. So sollte das nicht aussehen. Aussehen sollte es dann so. Das hier war dann unser zweiter Sprint im dritten Release, wo wir uns dann schon mal ein bisschen besser und konstanter hingesetzt haben und gearbeitet. Hier kann man jetzt richtig schön sehen, wie viel Zeit wir wie viel Zeit, die sich runtergemacht hat, wie viel gespendet wurde von uns. Irgendwann trifft sich diese Linie. Ich glaube, diese grüne ist bei euch nicht. Die habe ich, glaube ich, abgeschaltet. Muss ich gucken, ob ich die nochmal aktiviere. Aber diese rote Linie sollte sich hier immer hier so ungefähr an dieser grauen Kennlinie orientieren. Mir ist bewusst, dass nicht immer Wochenendsarbeit vermeidbar ist. Das ist ja auch in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist diesen letzten grauen Block hier immer, wie das hier zu sehen ist, für alles auszunutzen. Ja, ich habe auch schon Burndown-Diagramme gesehen, die gehen hier eine konstante Linie und dann runter. Das ist nicht gut, nicht richtig und das geht logischerweise in eure Note ein, weil das bedeutet, dann habt ihr schlechtes Projektmanagement betrieben. So, ich glaube, jetzt habe ich von meiner Seite auch schon fertig gemeckert. Ich werfe mal den entspannten Blick zum Chef rüber. Der nickt auch. Dann haben wir jetzt nochmal eine kurze 5-minütige Fragerunde. Habt ihr Fragen? So dürft ihr euch entmuten diese Stellen und ich beantworte sie. Oder ihr schreibt sie im Chat, wenn euer Mikrofon nicht möchte. Ich schaue mal so in die Runde. Keiner traut sich. Keiner hat eine Frage. Dann kann ich ja davon ausgehen, dass ihr alle alles verstanden habt, alle eine 1-0 bekommt am Ende und ich nicht enttäuscht irgendwie nach dem ersten Release da sitze und mir denke, warum sind diese Menschen eigentlich alle nicht in der Lage, das zu lesen, was ich schreibe? Finde ich sehr gut. Darauf kommen wir in 4 Wochen dann nochmal zurück. Ein Scrum-Poker höre ich gerade aus dem Off. Ja, ich denke, das ist das Beste. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das am geschicktesten angehen.
Es gab so ein Online-Ding. Ich bin jetzt einfach mal ganz dreist und suche hier nach scrumpoker.online. Könnte es das sein? Wir gehen da einfach mal drauf. Nochmal kurz, um es ins Gedächtnis zu rufen, was ist Scrum Poker? Damit schätzen wir die Scrum Points, also den Aufwand unserer einzelnen Aufgaben. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Hier unten kann man die Cards, das sind die Punkte, die man vergeben kann. Ich hatte ja gesagt, das ist die Fibonacci-Zahlenreihenfolge normalerweise. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. 1, super, super einfach. 100, ach du Scheiße, ich glaube, alleine werde ich das niemals schaffen, da müssen wir uns zu dritt dran setzen. 1 ist ungefähr sowas wie, ich kann mich ausloggen. 100 ist, meine KI ist in der Lage, alle anderen Spieler sowas von in den Grund und Boden zu betteln, dass die gar keine Chance haben und mal gar keinen Bock haben, gegen die zu kämpfen. So, das Ding scheint ganz einfach zu funktionieren. Man macht sich hier so ein Session Name, machen wir doch irgendwie mal so Demo Team SE. Das ist eine private. Ist offen. Oh, ich höre gerade, ich soll sie öffentlich machen, dann könnt ihr da gleich reinjoinen. Dann create ich die jetzt hier mal ganz dreist. Und jetzt könnt ihr alle da rein angeblich. Verrückt. Ah. Invite Member to join your session. Session-ID ist die 302074. Ich schreibe die mal kurz in den Chat rein. Oder Max, mach das doch mal bitte. 302074 ist die Session-ID, mit der könnt ihr euch dazu joinen. Und dann können wir hier gleich offensichtlich richtig cool Scrum Poker machen. Verrückt, da joinen auch schon die ersten. Ich warte mal noch ein bisschen, dann drücke ich hier auf Team Complete. Drei, warten jetzt mal, bis 8 Leute drin sind und dann geht's gleich los, weil ihr seid ja auch immer zu 8, größtenteils. 7, einer noch, komm, einer traut sich noch, komm, jetzt, complete. Jetzt sind wir hier alle drin und jetzt kann ich sehen, welche Karten ihr jetzt gleich hochhaltet. Machen wir doch mal die Story. Alice wants to join a game. Description lassen wir jetzt mal weg, ist ja natürlich selbstredend, wie selbstdokumentierter Code, ist ja klar. Und jetzt könnt ihr eure Punkte alle abgeben. Das passiert geheim, bis das jeder gemacht hat. Und wenn jeder Punkte abgegeben hat, dann berechnet der, soweit ich weiß, dann zeigt er, glaube ich, die überwiegenden Anzahl an. Zwei, einer fehlt noch. Der Jan fehlt noch. Jan, trau dich. So, und ganz offensichtlich haben wir hier 40, 40, 3 sind die, die am häufigsten, beziehungsweise 5. Und jetzt müsstet ihr euch halt darauf einigen, okay, die meisten glauben irgendwie so 5, 13, 40, also irgendwas dazwischen nehmen. Jetzt müsstet ihr also entscheiden, oh, wir nehmen 13 oder wir nehmen, ah, vielleicht nehmen wir doch die 40. Das wäre jetzt der Diskussionspunkt an der Stelle. Und das macht ihr einfach für jede Story durch. Das notiere ich, weiß gar nicht mal, dass ich hier gleich irgendwo. Kann ich mir das hier irgendwo, kann ich nicht. Ihr schreibt das also mit. Also ihr habt irgendwo am besten eine Liste mit euren ganzen Tasks, den ganzen Stories. Schreibt dann auf, okay, Team hat sich geeinigt auf so und so viele Punkte. Das macht ihr jetzt für alle Stories durch. Tragt die dann hier ein ins Jira, tragt die Punkte ein, tragt die Zeitschätzung ein und los geht's. Ihr könnt an dieser Stelle also auch gleich darüber diskutieren, okay. Nehmen wir jetzt mal an, ja, ich glaube mal dem Jan Philipp und dem Stefan, dass das irgendwie eine echt ganz schön Hardcore-Aufgabe ist mit dem Join Game. Jetzt müssen wir noch schätzen, wie viel Zeit wir brauchen und würde dann fragen, was glaubt ihr, wie lange ihr braucht? Und dann würde sich vielleicht noch jemand anders sagen, der gesagt hat, so, aber hä, seid ihr dumm, das sind irgendwie nur 5 Punkte, ich brauche da nur 3 Stunden für, dann soll der auch ruhig mal sagen, warum ihr dumm seid und warum man dann jetzt dafür nur 3 Stunden statt einer Woche braucht. Ne? Also, dass wir da so ein bisschen Diskussion an der Stelle kriegen und ihr auch so ein bisschen Gefühl für eure Fähigkeiten erhaltet. Das ist ja auch wichtig für später. Bringt ja nichts, wenn ihr alle in der Firma sitzt und der Meinung seid, ihr seid die größten Superhelden und stellt dann fest, dass ihr so alle gehoben bis Mittelmaß seid. Hilft ja alles nichts. Gut, ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich alles. Dieses Ding, Scrum-Poker.online, empfehlen wir also offiziell, gebe ich offiziell an meine Betreuer weiter, dass die das mit euch in den Treffen machen. Das funktioniert hervorragend. Einer der Betreuer nickt mir gerade zuversichtlich zu, dass er das so hinnimmt. Albert nickt mir auch zuversichtlich zu. Ein Träumchen. Ich denke, dann können wir jetzt zu dem theoretischen Teil übergehen. Albert hat gehofft, ich mache mehr. Er hat jetzt noch eine Stunde Zeit. Ich glaube, der findet das. Ich mache schon mal seine Folien auf. Ah, dann übergebe ich das Mikrofon jetzt. Bedanke mich nochmal an eurer Stelle für eure Aufmerksamkeit. So, ich hoffe, ihr hört mich. Wir haben jetzt
diese Jira-Einführung vorgezogen habt, einfach weil ihr die nächste Woche schon braucht, ne? Und Freitag ist ja keine Vorlesung mehr und dementsprechend müssen wir da jetzt mal reingehen. So, jetzt müssen wir mal irgendwie mit den Folien weiter nach vorne gehen. Und zwar ungefähr, nein, hier ist gut, hier ist total gut. Ich habe noch relativ viele Sachen, die ich eigentlich gerne heute erzählen würde, da komme ich aber jetzt wahrscheinlich nicht zu. Wir haben jetzt diesen Scrum-Poker gerade gemacht. Dieser Scrum-Poker ist eine wichtige Nummer, weil der wirklich erfahrungsgemäß zu erstaunlich guten Schätzungen führt. Also nach so im dritten Release haut er hin. Da kommt ihr tatsächlich mit den Zeiten, die ihr da schätzt, um die Runden und könnt auf diese Weise arbeiten. Der eigentliche Punkt, warum das funktioniert, da gibt es tatsächlich ganz viel Mathematik dahinter und Statistik dahinter und Methodik dahinter und das haben kluge Menschen lange ausprobiert und ausgedacht, wie das funktioniert. Auch warum man da diese komischen Fibonacci-Zahlen reinnimmt, gibt es eine kluge Begründung für und ganz viel Mathematik und sogar Bücher geschrieben darüber, warum man das so machen soll. Ihr nehmt das jetzt gerade erstmal so hin. Was ich jetzt vielleicht noch ergänzen wollen würde, so ich persönlich nehme als Faustzahl für diese Punkte, die ich da vergebe, für diese Story Points immer, na, ich denke, es ist ungefähr eine Stunde Arbeit. Weiß nicht genau, ne? Also, und dann ist jetzt eben so eine Story, die ich mit 40 Punkten geschätzt habe, das ist schon ganz schön viel, ne? Das ist letztendlich normalerweise eine Arbeitswoche. Tatsächlich rechnet die Softwaretechnik pro Tag maximal mit 5 produktiven Arbeitsstunden. Die anderen 3 Stunden von seinem 8-Stunden-Tag ist man in irgendwelchen Meetings und liest E-Mails oder Freitagnachmittag ist irgendwie Bildschirmarbeiter.com oder irgendein Kram. Da tut man eben nichts oder man schreibt irgendeinen komischen Report. Also tatsächlich Software entwickeln macht man so gerade mal 3, 4, 5 Stunden am Tag. Und mehr sollte man jetzt schon auch nicht einrechnen. In so einem studentischen Softwareprojekt ist das ein bisschen anders. Da müsst ihr mal gucken, auf wie viele Stunden ihr tatsächlich in der Woche kommt. Nach ein paar Wochen weiß man das. Das heißt, irgend so ein Ding, das ich auf 40 Story Points schätze, wären eigentlich schon mal 2 Kalenderwochen, wo eine Person Vollzeit daran arbeiten würde. Na, und jetzt sind unsere Sprints nur 2 Wochen lang. Das heißt, von so einem 40 Punkte-Ding kann ich in so einen ganzen Sprint nur einen pro Person reinmachen, da sind alle Leute für die komplette Woche ausgelastet. Ne? Und tatsächlich muss man so eine Balance finden zwischen wie viele Leute habe ich in meinem Team, wie viele Storypoints schaffen die tatsächlich pro Woche typischerweise und in meinem Sprint-Zeitraum typischerweise, damit das nachher am Schluss alles ausgeht. Das heißt, dann kann ich im Prinzip danach, die ich geschätzt habe, von dieser Liste von Stories hatten wir die jetzt genannt, oder Issues war das eben Jira, da habe ich ja überall da dran geschrieben, was ich glaube, wie lange ich dafür brauche. Die sind ja dann alle in so einem Backlog, das ist im Prinip so die offene To-Do-Liste. Da kann ich dann sagen, okay, in den nächsten 2 Wochen, so lange dauert mein Sprint, werde ich von diesem ganzen Backlog diese 7 Punkte abarbeiten. Mit meinem gesamten Team. Und das ist dann im Prinzip die Sprintplanung, die man macht, die das macht. So, und warum machen wir diese komische Sprintnummer und Release-Nummer und sagen alles so in 2-Wochen-Rhythmus? Auch dafür gibt es erschütternde Erfahrungen und da knüpfen wir jetzt an den Theorieteil der letzten Vorlesung an. Wir hatten in der letzten Vorlesung versucht, irgendwie mit dem GitHub warm zu werden und zu gucken, wie setze ich das in dem Team ein, hatten gelernt, wie man so Feature-Branches macht oder Issue-Branches, wäre jetzt das Richtige hier tatsächlich eigentlich. Also ein so ein Ticket im Jira, die nennen sich da halt Issues, entspricht dann nachher in meinem GitHub auch einem so einem komischen Branch, wo dann eben mehr oder weniger ein oder zwei Personen dann eine Zeit lang dran arbeiten, bis das abgearbeitet ist. Wann das abgearbeitet ist, müssen wir nachher auch nochmal diskutieren.
Also tatsächlich kann man so einen Issue prinzipiell schließen, in dem Moment, wo der Scrum Master den Pull Request akzeptiert hat. Dann ist das Ding fertig. Und nicht vorher. Ja, also ihr könnt da Stunden drauf buchen, so viel ihr wollt. Auf Fertigstellen dürft ihr den erst, wenn der Scrum Master das Ding akzeptiert hat. Und das ist nicht, wenn ihr sagt, ihr seid fertig, sondern es wird ein Review stattfinden und dann irgendwann wird dieser Pull-Request in den Masterbrand eingedeutet und dann ist das Ding fertig und nicht vorher. Und dieser Pull-Request wird eben erst akzeptiert, wenn genügend Tests da sind und das alles durchläuft, wenn das mit den Beiträgen der anderen Leute gemerged ist und alle dieser ganze Kram gelaufen ist. Da kommt also neben der eigentlichen Entwicklung dieses Features nochmal jeder Menge Kram nach, den man auch immer beim Schätzen vergisst, was man aber mit der Zeit lernt. So, das heißt, es gibt zwischen diesen Tickets oder Issues, die ich im Jira verwalte, und dem GitHub Feature Branches und Pull Requests und Merges eine genaue 1:1 Zuordnung. Man kann zu jedem Ticket nachher sagen, ja, das ist der Feature Branch gewesen, die vier Commits und da dieser Merge-Schritt. Das gehört alles zu diesem Issue. Und das sind auch Dinge, die berichtet werden müssen und in der Doku stehen müssen und die man nachher nachvollziehen will, damit man das genau zuordnen kann. Nicht nur die Stundenzettel, die man da schreibt. Stunden buchen hatten wir gerade im Jira. Muss ich auch noch gerade was dazu erzählen? Mein großer Bruder hat bei Nixdorf Computer seinerzeit gearbeitet. Der hat immer Freitagnachmittags Stunden gebucht, also diesen Stundenzettel geschrieben, hat gesagt, Arbeit gelockt. Na, und der nannte das immer seine Freitagnachmittag große Lügenstunde. Tatsächlich war das eben so, dass die für bestimmte Projekte bestimmte Stundenbudgets hatten. Und wenn das Stundenbudget aufgebraucht war, aber das Projekt noch nicht fertig, dann wurden die Stunden halt irgendwo anders hingebucht, wo noch Platz war. Das heißt, was die da fröhlich gebucht haben, Freitagnachmittag, das hatte mit der Realität nicht das Geringste zu tun. Sondern da wurden einfach irgendwelche Budgets hin und her geschwungen. Und woran die wirklich in der Woche gearbeitet hatte, wusste kein Mensch. Ne? Also, das ist ein Effekt, den man bei diesen Stundenzetteln relativ häufig beobachtet. Und das passiert immer dann, wenn das Management versucht, über diese Stundenzettel irgendwelche Budgetdinge zu regeln. Das funktioniert nicht die Bohne. Also entweder ihr macht Budget oder ihr macht realistische Zeiterfassung, aber beides gleichzeitig geht nicht. Na? Und wir wollen in eurem Projekt, dass ihr realistische Zeiterfassung macht und wenn sich eben nachher herausstellt, dass ihr irgendwas auf 20 Stunden geschätzt habt und hat 80 Stunden gedauert, dann ist das eben so. Und dann kann man nachher bei dem nächsten Mal schätzen, darüber diskutieren und sagen, ey Leute, dieser Task habt ihr jetzt schon wieder auf 20 Stunden gesetzt, letztes Mal hat das viermal so lange gedauert, seid doch mal ein bisschen realistischer. Dafür ist das gut. Und für nichts anderes. Ne? Und wenn dann eben der Burndown-Chart am Ende des ersten Sprints oder des ersten Releases eben nicht die Nulllinie erreicht, weil noch Features übrig geblieben sind, und zwar ungefähr die Hälfte, dann ist das ziemlich normal, oder? Ja, ne? Also im ersten Sprint schafft man höchstens die Hälfte von den Sachen, die man sich eigentlich vorgenommen hat, weil man sich gnadenlos verschätzt. Und das wird dann mit der Zeit und der Erfahrung besser und weil man eben man irgendwann beim Planning Poker weiß, was man da hinlegen muss und wie das realistisch machen muss. Ne? Vielleicht eine Sache, die eben noch ein bisschen kurz gewesen war beim Planning Poker. Manchmal decken die Leute unterschiedliche Zahlen auf. Ne? Wir hatten da 3, 5, 13, 40. Ne? Das ist normal, das ist sogar gewollt. Und was man dann machen muss, man hat immer bei so einer Sitzung einen Moderator, eine Moderatorin, das ist dann eben Scrum Master oder Product Owner, und die sollen das dann diskutieren. Und die fragen dann die Ausreißer. Denn wenn alle 13 hingelegt haben, dann ist es fertig, dann wird das wohl richtig sein. Wenn da aber Ausreißer dabei sind, nach unten oder nach oben, dann fragt man die Leute, warum glaubst du, das ist so einfach? Und dann können die das ja erklären. Und dann können die zum Beispiel sagen, ich habe 3 hingelegt, weil ich habe das letztes Jahr schon programmiert, die können das wieder verwenden. Ich kopiere das einfach hier hin. Ne? Dann ist das ein guter Grund, dann sagt man, alles klar, du machst das, dann bleiben wir hier bei 3 und fertig. Ne? Oder irgendeiner sagt, oh, 40. Dann sagt irgendeiner, ich habe das schon mal woanders programmiert, das ist nicht so einfach. Da muss man fürchterlich mit Deadlocks aufpassen und diese Bibliothek ist buggy wie Sau. Das geht nicht so schnell, wie ihr euch das vorstellt.
Und dann kann man unter Umständen tatsächlich nochmal eine zweite Pokerrunde machen und sagen, so, alles klar, alle haben die alle Argumente gehört, oder man einigt sich einfach so. Ne? Dass man am Anfang diese Karten verdeckt hinlegt, ist hohe Wissenschaft. Ne? Also, weil es so gruppendynamische Effekte gibt, wenn man die alle gleichzeitig, also nacheinander offen hinlegen würde oder unten im Chat vom Zoom oder von Discord irgendwo diese Chat-Ergebnisse eingeben würde, dann würde man in dem Moment, wo man so tippt, da mache ich doch so 20, oh Scheiße, da hat einer 80 hingeschrieben, oh, dann ist 20 bestimmt viel zu wenig. Dann ist man nicht mehr neutral. Und was man gerne möchte bei diesen Einzelschätzungen, ist, dass die statistisch unabhängig voneinander sind. Weil dann greifen fröhliche mathematisch-statistische Effekte, mit denen man nachher die Schätzgenauigkeit abschätzen kann. Man kann prinzipiell aus dieser Menge der Schätzergebnisse ausrechnen, wie gut ist diese Schätzung wahrscheinlich. Dann kann man so einen Range angeben, also wahrscheinlich wird es 13 plus minus so und so viele Stunden dauern. Und das funktioniert aber nur, wenn man eine statistische Unabhängigkeit der Einzelschätzungen hat. Und das wird hier erreicht im Wesentlichen durch dieses verdeckte Auflegen der Karten. Also erst verdeckt hinlegen, damit man nicht von den anderen beeinflusst wird. Also tiefe Wissenschaft. So, jetzt endlich Theorie. Ich hatte jetzt gesagt, wir haben uns mit, es gibt eine enge Beziehung zwischen den Sachen, die ich da als Issues bei Jira eintrage und den Sachen, die ich bei GitHub mache. Und tatsächlich ist diese Vorgehensweise, wie wir das jetzt hier machen, dass wir so in Stories, in Features haben und dann so immer so Sprints à 2 Wochen machen. Erst möglich geworden, seitdem wir Git haben oder Versionsverwaltungssysteme haben, mehr oder weniger. Davor hatten wir ja diese komponentenorientierte Arbeitsweise, dann haben wir immer eine Komponente nach der anderen gebaut, eine Komponente, eine Person und haben dann da so eben Software entwickelt und nachher gab es diesen Integrationstest, der irgendwie oder den Integrationsschritt, der nie richtig funktioniert hat. Das hat man dann irgendwann geändert. Moment. Als diese Versionsverwaltungssysteme eingeführt sind, jetzt können wir feature-orientiert arbeiten. Das heißt, immer eine Person macht eine Sache wie hey, Login oder Join Game oder irgend so eine Geschichte. Also irgendwie so eine Teilfunktionalität von dem System und macht alle Teile, die zu dieser Teilfunktionalität gehören. Das heißt, bei so einem interaktiven Spiel wäre das dann tatsächlich, macht den Teil des User Interfaces, den es da braucht, macht den Teil des Datenmodells, den es da braucht, macht den Teil des Client-Server-Kommunikations, den es da braucht. Na? Und tatsächlich ist, wenn man dann das fertig hat mit dem Login oder danach mit zeige mal die Menge aller Benutzer an, solche Sachen, dann ist das ja eine Funktionalität, die kann man jetzt dann tatsächlich auch schon dem Kunden zeigen. Das heißt, bis zu der Stelle, wo wir gesagt haben, wir arbeiten jetzt so feature-orientiert, haben die Leute eben jeder unterschiedliche Komponenten. Man konnte erst nach der Integration ein fertiges Produkt dem Kunden zeigen. Weil wir jetzt feature-orientiert arbeiten, können wir jedes einzelne Feature, wenn es fertig ist, ist das ja komplett vom User Interface bis runter zur Client-Server-Kommunikation und zurück, ist das ja eine Sache, die können wir dem Kunden schon zeigen als fertige Funktionalität. Und dann kam sehr früh die Idee auf, dann lass uns doch unser Produkt nicht als ein großes Produkt am Ende des Gesamtprojekts ausliefern, sondern so in Teilschritten, inzwischen Releases. Na, das heißt, wir geben eine erste Teilfunktionalität, mit der der Kunde schon irgendwie ein bisschen was machen kann, geben wir zum Kunden raus und dann kann der Kunde damit schon arbeiten. Und dann kriegt er vielleicht schon nach einem halben Jahr, nach 3 Monaten, nach einer relativ kurzen Zeit, früher war eben so typischerweise Lieferzeit von Auftrag bis es kommt, das waren so 3 Jahre, ne, wo man schon ganz viel Geld bezahlt hat und Arbeit investiert hat und hatte aber noch kein Produkt, das man benutzen konnte. Und nach 3 Jahren kam dann irgendwas, was einen völlig unglücklich gemacht hat. Jetzt ist es so, dass man sagt, so nach 4 Monaten, nach 3 Monaten, nach 6 Monaten spätestens, kommt so eine erste Teillieferung, so ein erstes Teilprodukt. Und im besten Falle kann der Kunde dann mit diesem Produkt auch schon arbeiten, mit diesem Teilprodukt und kann schon erste Szenarien durchspielen, kann es mal mindestens evaluieren, aber kann es eventuell sogar schon produktiv einsetzen und kriegt eben für das Geld, was er bis dahin schon bezahlt hat, sehr schnell schon auch irgendwas Benutzbares zurück.
Das ist die Idee von agiler Softwareentwicklung, dass man eben sagt, wir liefern das Produkt so scheibchenweise aus. Die erste Idee davon kam von Kent Beck. Der hat das im Großen und Ganzen erfunden im Rahmen von Extreme Programming. Dazu sage ich noch mal was. Ein bisschen später ist das hier vom Unified Process aufgegriffen worden. Den wollte ich da im Wesentlichen auch noch mal zeigen. Und wir machen jetzt hier noch mal so ein Bild, wenn ich das hinkriege. Alt W. Alt W? Windows-Taste W. Windows-Taste W. Vollbildausschnitt. Dann macht er jetzt hier so eine Kopie von dem Ding, auf der kann ich jetzt rummalen, ist das coole. Die Idee ist, dass man für ein erstes Feature hier oben anfängt, an den Kunden fragt, was soll das eigentlich machen, überlegt, wie implementiere ich das, ein bisschen Design macht, ein bisschen Implementierung macht, ein bisschen Test macht, das ausliefert. Die Phase fehlt hier. Und dann geht man zurück und sagt, hey, jetzt machen wir hier mehr, zweites Feature, zweites Feature, zweites Feature ausliefern. Und zurück und wieder und wieder. So, im Wesentlichen ist dieses, wir machen das hier, testen das, das ist der alte Wasserfall, ihr erinnert euch. Oder von mir aus, wenn wir ein bisschen mehr testen würden, dann würden wir sagen, ha, Analyse, Design, Implementierung, Modultest, Integrationstest, Systemtest, Abnahmetest, irgendwie so, dann habe ich ein V und dann fange ich mit dem nächsten V an oder das geht zeitlich versetzt im Prinzip. Gehen die jetzt hier alle so für jedes Feature, was ich ausliefere, für jedes Teilfunktionalität, für jedes Issue, wird immer so ein V durchlaufen. Und im Prinzip ist das jetzt hier auch die Idee vom sogenannten Unified Process. Der Unified Process ist wichtig, weil der vom den Free Amigos mitentwickelt wurden, die Leute, die UML, die Unified Modeling Language erfunden haben. UML sind diese Klassendiagramme, die wir verwenden. Weiß das noch einer? Schon mal gesehen? Irgendwo? Ja. Die haben ein Buch geschrieben über diese Modeling Language und danach eine, wie verwende ich diese Sprache in einem großen Softwareprojekt und vorgeschlagen, sich so zu organisieren. Die Grundidee, wie man das machen soll, stammt aber von Ken Beck und aus dem Extreme Programming. Bevor ich darauf übergehe, gibt es jetzt einen weiteren entscheidenden Punkt der Relational Unified Process oder klassische Softwaretechnik, auch iterative klassische Softwaretechnik, unterscheidet von agiler Softwaretechnik. Und diesen Punkt will ich jetzt noch ein bisschen rausarbeiten. Also es geht immer noch darum, warum ist unser Softwareprojekt, diese Teamprojekte, die ihr da macht, so organisiert, wie es organisiert ist. Und wie war es früher? Und okay, jetzt haben wir schon gelernt, wir liefern featureorientiert aus, aber es gibt noch einen wichtigen Punkt, der betrifft die Dokumentation. Im Rational Unified Process hat man auch schon die Idee, wir entwickeln ein Feature so nach dem anderen, aber es gab so ein Rollenmodell, das genau festgelegt hat, welche unterschiedliche Personen, welche unterschiedlichen Tätigkeiten machen. Da gibt es jetzt hier zum Beispiel im Requirements-Bereich so verschiedene Leute, der Kunde, der Programmierer, die Programmiererin, ein Requirements-Engineer, ein Administrative Officer, ein System-User, ein Software-Engineer, Project-Manager, System-Specialist und solche Dinge mehr. Diese Dinger mit den komischen Zahnrädern, die so schlecht gezeichnet sind, das sind Arbeitsschritte, also Dinge, wo Menschen irgendwas tun. Und jeder Arbeitsschritt hat im Rational Unified Process immer als Ergebnis ein Dokument. Das ist der wichtige Punkt hier. Im Rational Unified Process, in klassischer Softwaretechnik, musste das Ergebnis von irgendeinem Anforderungskundengespräch in einem Dokument festgehalten werden und zwar ganz, ganz furchtbar ausführlich. Da kamen so Lastenhefte und Pflichtenhefte raus und all so ein komischer Kram. Hier ist so ein nächster Schritt, das ist das Requirements Refinement. Da wurden also die erst erfassten Dinger irgendwie weitergearbeitet. Da nimmt man diese Feature-Liste, die man im Schritt davor erstellt hat, nimmt sich der System Analyst, nicht irgendwer, der
identifiziert jetzt so Use-Case-Diagramme und baut so ein Use-Case-Model irgendwie da draus. Aus diesem Use-Case-Model macht dann der Architekt eine Architecture-Description. Und der Use-Case-Specifier, der nimmt Detailed-Use-Cases. Und da kommt dann irgendwann so eine genau definiertes Use-Case-Diagramm dabei raus oder eine große Menge davon. Und die werden nochmal strukturiert und werden dann nachher so ein Use-Case-Model. Da wurde bis jetzt also noch kein, wir haben gerade zweimal mit dem Kunden gesprochen, schon 100 Seiten Doku geschrieben. Ne? Use-Case-Diagramme, all so ein Scheiß in UML und all so ein Kram. Eventuell macht nochmal irgendeiner einen Prototyp hier unten, was man jetzt gerade nicht mehr sieht, weil er das eingeblendet hat. So, prinzipiell haben wir im PM ähnliche Dinge kennengelernt, wo wir gesagt haben, ja, das macht schon Sinn, so Anforderungssachen in Beispielszenarien mal genauer zu beschreiben. Dafür haben wir so Story-Diagramms verwendet, mit denen wir die beschrieben haben. Ich glaube, ich habe hier eins beigefügt aus Microservices ist das im Großen und Ganzen. Nee, das hatten wir in PM für den Chat. Das ist jetzt mal so ein verteiltes Szenario für einen Chat-Server oder Chat-Client-System. Da hatte Albert hier im Prinzip so einen großen Rechner und hat dann hier zu irgendeinem Moment irgendwie so einen Mausklick aus der FX-Event-Queue gelesen, hat das dann geschickt an dann irgendwie so eine Nachricht, die geschickt werden wollte, hat das dann hier, nee, das war Open-Kommando, das war der Schritt hier, das wurde an den Server-Circuit geschickt. Der hat dann hier irgendwelche Sockets aufgemacht, einen für Albert, einen für Kali, weil Kali hat sich da auch committed. Dann hat irgendwann Albert die Nachricht geschickt, ich will Bier haben. Das wurde hier im Model Builder registriert auf der Serverseite und dann an alle beteiligten Clients geschickt. Guckt euch die Folge nochmal an, wo dieses Diagramm verwendet wurde. Ihr werdet ähnliche Dinge auch machen müssen. Ihr müsst zwischendurch dann irgendwann mal aufschreiben, das macht mein Programm, das schicke ich an den Server von Sebastian, das kriege ich vom Sebastian Server zurück und das mache ich dann wieder in meinem Programm. Da braucht man mindestens mal so zwei solche größeren Blöcke und dann die Kommunikation dazwischen und was man glaubt, welcher von diesen beiden Teilen gerade in welchem Zustand ist. Ne? Und wenn dann sich außer meinem Client noch fünf andere Clients anmelden, dann brauche ich hier irgendwie solche Aufteilung, muss das mal alles hin genau aufschreiben, wie das funktioniert. So, jetzt sind wir aber an der richtigen Stelle. Habe ich noch Zeit oder habe ich jetzt schon alles verquatscht, nachdem Sebastian so schnell war? Alles eine halbe Stunde haben wir noch, wunderschön. Da kriege ich die wichtigste Sache jetzt heute noch rüber. Ich hatte gesagt, bei dem Rational Unified Process werden ganz vorne schon unglaublich viel ausgearbeitete Dokumentation erstellt. Es gab große Projekte mit 100 Personenjahren, die dann gesagt haben, oh, so ein großes Projekt mit so einem großen, das Personenjahr versteht sich zu 100.000 Euro. Jetzt sind wir bei mal 100, bei 10 Millionen Euro Budget. Na, also nur damit wir mal eine Größenordnung haben. Da haben die gesagt, oh, so viel Geld, da sollten wir besser eine ordentliche Planung machen. Dann haben die ganz, ganz, ganz doll Requirements Engineering gemacht und dann waren die 100 Personenjahre verbraten. Ne? Also die hatten dann als Ergebnis von diesem gesamten Projekt irgendwie 1000 Seiten oder 10.000 Seiten oder 5.000 Seiten Anforderungsbeschreibung und haben keine einzige Zeile programmiert. Und das war ungefähr die Stelle, wo Kent Beck gesagt hat, mal, habt ihr sie noch alle? Ne? Was soll dieser Quatsch? Das geht doch so nicht. Und der Grund, warum das so ist, ist, die Grundidee beim Rational Unified Process ist, dass jede Tätigkeit immer von einer spezialisierten Person gemacht wird und dass die Übergabe von Wissen von einer Person zur anderen immer über schriftliche Dokumente funktioniert. Und das kann man so machen, ist nur furchtbar aufwendig. Und dafür gibt es eine Metapher vom Kurt Schneider, der ist Softwaretechniker in Hannover, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, ist Professor für Softwaretechnik in Hannover und der hat hier so ein paar Sachen erarbeitet. Und er sagt, naja,
Ich habe hier so Features, die der Kunde tatsächlich haben möchte. Das sind diese kleinen gelben Punkte hier. Und die hat der Kunde, der alles bezahlt, so im Kopf. Dann spricht der mit irgend so einem Kundenberater, Wirtschaftsinformatiker, Requirements Engineering Menschen. Der nimmt, hört sich das an, was der Kunde zu sagen hat, und schreibt das auf in einer Spezifikation, Anforderungsdefinition. Na, und bei dem Gespräch zwischen diesen beiden gibt es Missverständnisse. Missverständnisse führen dazu, dass hier sich so komische blaue Bubbles reinmachen. Das heißt, der schreibt auf, der Kunde will das und das Feature haben, wollte der Kunde nie haben. Ne? Aber habe ich jetzt so verstanden. Dann schreibt er das auf. Beim Aufschreiben passieren ihm nochmal ein paar Fehler. Das heißt, er hat dann hier diesen Satz von blauen Bubbles, sagt, das will man immer haben. Die schreiben wir schon mal mit drauf. Ne? Also, und außerdem ist das für uns billig herzustellen. Wenn wir dem Kunden darüber nachher eine Rechnung schicken können, dann haben wir schon mal ganz viel von unserem Geld verdient und ohne mit ganz wenig Aufwand. So, jetzt haben wir eine Anforderungsdefinition. Da sind jetzt noch so ungefähr die Hälfte der Dinge, also hier dieser Bubble, der da war, der hat es nicht geschafft, sorry. Ne, dieses Feature, was der Kunde eigentlich haben wollte, hat es nicht bis in die Requirements-Dokumentation geschafft. Die sind alle da. Da fehlt auch einer. Na, hier, den gibt's, und dafür haben sich eben da welche reingeschummelt, die der Kunde gar nicht haben wollte, die jetzt aber eben auch gebaut werden, weil es keiner merkt. Ne? So, dann kommt so ein Design, so ein Architekt, Architektin in diesem Fall, guckt sich das alles an und macht so einen Entwurf. Ne? Und liest dieses Spezifikationsdokument, versteht die Hälfte nicht richtig. Gott sei Dank sind auch ein paar blaue Böppel hier den Bach runtergegangen, aber es haben wieder ein paar gelbe nicht geschafft. Hier diese zwei, die hier waren, die haben es nicht geschafft, sorry. Na, die sind eben den Bach runtergelaufen. Und jetzt haben wir hier so einen Entwurf, wo jetzt so langsam die blauen Knödel anfangen, die Überhand zu nehmen. Den geben wir jetzt irgendwelchen Softwareentwicklern, Entwicklerinnen, die coden das Ganze. Und jetzt dabei verstehen sie wieder die Hälfte nicht richtig, machen eigene Sachen dazu und so weiter und so weiter, sodass nachher im Code noch vier gelbe Bubble sind und ganz viele blaue, die ich überhaupt nicht haben möchte. Und das liefere ich dann dem Kunden aus. Das heißt, bei dieser Kommunikation über viele Personen hinweg mit schriftlichen Dokumenten gibt es so einen stille Posteffekt. Ne, jedes Mal, wenn ich das eins weitersage, gehen 10% der Informationen verloren. Und dafür kommen 10% falsche Informationen dazu. Ne? Und den hat man immer. Und den darunter hat leiden die Prozesse der klassischen Softwareentwicklung massiv. Und das Erstellen dieser Dokumente hier ist unglaublich viel Aufwand. Ne? Also ich hatte mal gesagt, so am Tag entwickelt man so typischerweise 100 Zeilen Code. Das gleiche gilt für Anforderungsdefinitionen auch. Am Tag 2 Seiten. Ne? Und wenn ich 1000 Seiten habe, dann sind da eben 500 Personentage Arbeit drin. Ne? Und das sind 2 Personenjahre, das heißt, das kostet 200.000 Euro. Ne? Für so ein Dokument. Ne, und da schafft man eben auch nur 2 Seiten am Tag. Ne? Und wenn ihr demnächst Bachelorarbeiten schreibt, 2 Seiten am Tag. Höchstens. Ne? Also, und Seminarausarbeitung, ja, da schafft man ein bisschen mehr am Anfang, weil da mehr so Teile drin sind, die leicht sind. Das wird bei, je länger die Arbeit wird, desto mehr so einfache Teile, so in der Einleitung am Schluss, der Anteil davon wird immer weniger. So. Der Kurt Schneider aus Hannover hat jetzt im Wesentlichen die Kommunikationsschemata in Softwareprojekten untersucht und hat im Prinzip gesagt, naja, es gibt verschiedene Arten der Kommunikation. Du kannst zwischen 2 Personen mit Hilfe eines Dokumentes kommunizieren. Das heißt, der schreibt was auf, gibt das dem anderen und die liest das. Oder die können direkt miteinander sprechen. Das hat Vor- und Nachteile. Wenn ich mit einem Dokument miteinander kommuniziere, hat das den unschlagbaren Vorteil, das ist eine reproduzierbare Kommunikation. Na, ich kann 4 Tage später mir das Dokument nochmal rausholen und nochmal nachlesen, was war denn jetzt nochmal genau, wie sollte nochmal genau dieses Join-Game funktionieren, was sollte das nochmal genau tun? Cool.
Dafür ist es wahnsinnig aufwendig, das zu schreiben. Ne? Eine Kommunikation, der gleiche Inhalt, den ich innerhalb von einem Tag aufschreibe, schaffe ich in einer halben Stunde im Telefon zu besprechen. 10 Minuten. Ungefähr. Ne? Also prinzipiell ist direkte Kommunikation Faktor 10 schneller als Aufschreiben. So grob. Ne? Und Dokumentationen haben dieses blöde Problem, du kannst nicht nachfragen. Ne, wenn du da irgendeinen Satz nicht verstehst, blöd. Ne, ja, kannst versuchen, den Autor wieder zu kontaktieren, eine E-Mail-Rückfrage stellen, 3 Tage später kriegst du eventuell eine Antwort. Ein unglaublich zäher und langwieriger Prozess. Gespräch sind interaktiv, da kann ich eine Anfrage direkt klären. Ne, wenn ich das per Zoom mache oder per Telefon oder sonst irgendwie, habe ich das sofort. Das ist viel, viel billiger. Faktor 10 hatte ich gerade mal so grob geschätzt. Der Nachteil ist, das ist nicht reproduzierbar. Ne, wenn ich jetzt mit meinem Kunden spreche und sage, was soll ich da machen? So ein Login, ah ja, so eine Lobby, so ein Join Game, okay, kein Problem. Und dann setze ich mich irgendwie 4 Tage später dran, habe ich das alles vergessen. Ich habe mir vielleicht ein paar Stichpunkte gemacht, aber sind da beliebig viele Details unklar. Ah ja, und dann bleibt mir meistens nicht viel was anderes übrig, als nochmal anzurufen bei meinem Kunden und fragen, sag mal, hier dieses Joint Game, was sollte denn da eigentlich passieren? Dann erklärt er mir das, wenn ich Glück habe, nochmal. Wenn ich ihn erreiche, wenn Zeit dafür ist und so, dann brauche ich eben nochmal 10 Minuten. Ne? Ich habe aber, wenn ich 10-mal nachfragen muss, dann habe ich genauso viel Zeit verwendet, wie wenn ich es einmal aufgeschrieben hätte. Grob. Ne? Aber so 3, 4 Nachfragen, dann bin ich immer noch effizient. Jetzt ist ein Problem bei diesen mündlichen Nachfragen, wenn ich den Montagmorgens anrufe und er hat noch einen dicken Kopf, dann kriege ich eine andere Antwort als Freitagnachmittag, wenn er keine Lust mehr hat und schon im Wochenende ist. Na? Und mittwochs kriege ich nochmal eine andere Antwort. Das heißt, jedes Mal, wenn ich so ein Gespräch führe, stellt er sich dieses Joint Game anders vor als beim letzten Mal. Welches ist denn jetzt richtig? Ja, pff. Da sagen dann die Leute, die klassische Softwaretechnik, wenn du das einmal aufgeschrieben hast, dann holst du den Zettel nachher vor und sagst, so wollte ich das, hast du das aber doch hier aufgeschrieben, ich habe das doch genauso implementiert. Am Schluss ist es richtig, wenn der Kunde bezahlt. Na? Das heißt, ihr macht ja so einen Abnahmetest. Ihr liefert das aus und der Kunde fängt an, das zu benutzen und der ist damit zufrieden. Dann war es offensichtlich richtig. Oder der ist nicht zufrieden, dann war es nicht richtig. Jetzt könnt ihr sagen, ja, aber hier in diesem textuellen Dokument steht das doch, guck mal, und genauso ist das, jetzt musst du auch bezahlen. Ist der Kunde trotzdem unzufrieden? Eventuell bezahlt er, aber einen Folgeauftrag kriegt er dann nicht mehr. Das heißt, der sagt dann, ja, habe ich damals so aufgeschrieben, hat sich geändert, muss man nochmal nachbessern. Und dann könnt ihr nochmal sagen, ja, dann, wenn ich nachbessern muss, muss ich nochmal neu Geld haben, bla bla bla. Am Schluss ist, nur weil das aufgeschrieben ist, ist es nicht richtig. Es ist reproduzierbar, aber es ist trotzdem nicht unbedingt das, was der Kunde möchte. Und dementsprechend ist eine Erkenntnis der agilen Vorgehensmethoden, dass man gesagt hat, ja, ihr könnt euch auf das Schriftliche auch nicht verlassen. Dann macht es doch lieber mündlich und wenn sich das 4-mal ändert, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass der Kunde jetzt eben weiter darüber nachgedacht hat und jetzt genauer weiß, was er da will. Und je öfter ihr mit dem sprecht, desto größer ist die Chance, dass nachher, wenn das ausgeliefert wird und der Abnahmetest kommt und der Kunde das in Betrieb nimmt, dass auch das tut, was es soll. Na, und irgendwann einmal vor einem Jahr irgendwas schriftlich aufgeschrieben zu haben, hilft euch beim Abnahmetest nicht die Bohne. Na, also theoretisch ja, praktisch nein. Na, also, oder ist relativ schwierig. Wir hatten jetzt eine Vorlesung Business Process Engineering in der Bachelor-Vorlesung, die haben wir nächstes Semester wieder, wo der Felix relativ ausführlich aus praktischen Projekten berichtet hat, wie das in praktischen Projekten läuft. Das waren so SAP-Projekte. Und die sind eher bei SAP noch in diesem dokumentenbasierten Arbeiten. Und der erzählt da die fröhlichsten Dinge, was da alles furchtbar schief geht. Und warum das überhaupt nicht funktioniert, was da mal aufgeschrieben wird. Und die bekommen eben auch Anforderungsdokumente auf den Tisch. Die hat irgendjemand erfasst, hat sie an irgendeine große Firma gegeben, die hat es an kleine Firmen gegeben und irgendwann landet es bei Felix auf dem Tisch. Und dann sagt er, das Erste, was ich mache, wenn ich so ein Anforderungsdokument ist, ich gucke, wo steht da eine Telefonnummer, rufe an, was wollt ihr denn eigentlich von mir?
Ne? Weil in den Dokumenten steht da nur Blödsinn drin. Ne? Also nie das, was man wirklich wissen möchte als Entwickler, Entwicklerin und funktioniert nicht die Bose. So, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann ist den Leuten die aufgefallen, dass diese Dokumente, die wir da im klassischen Softwaretechnik herstellen, nicht funktionieren. Und der Ken Beck hat als erster gesagt, lass den Scheiß weg. Sprecht einfach miteinander. Funktioniert viel besser. Na, und dann haben die klassischen Softwaretechniker Herzkasper gekriegt, haben die gesagt, ja, das Ende des Abendlandes. Und am Schluss hat sich herausgestellt, funktioniert super. Ist viel besser, wenn man die spricht, als wenn man schreibt. Na? Vielleicht noch eine Sache, die man lernt aus diesem Kommunikationspattern und aus diesem klassischen Desaster mit den vielen Dokumenten oder aus diesem Kommunikationspattern, das hier aufgemalt worden ist. Je länger diese Kette, desto schlechter. Also je mehr Personen hier hintereinander geschaltet sind, desto schlimmer dieser stille Posteffekt. Das heißt, eine gute Idee ist es, wenn der Typ und der Typ direkt miteinander reden. Oder diese Person und diese Person. Na? Keine Personen dazwischen. Kunde, Entwickler, Entwicklerin, fertig. Kundin. Und alle anderen Leute dazwischen, Architekten und so komisches Gesocks, Requirements Engineering People, haben da alle nichts verloren. Ne, die machen die Sache nur schlimmer. Da geht immer Information verloren. Das ist keine gute Idee. In der neuen Softwaretechnik finden sich solche Ideen wieder im Human-Centered Design. Hat das schon mal einer gehört? Human-Centered Design. Gibt noch so einen Namen, fällt mir später wieder ein. Im Wesentlichen hat schon mal einer die Forderung bei Claude Raude gehört. Wie heißt die da? Benutzerorientierte Gestaltung, das ist das Gleiche. Ja, ne? Also, im Wesentlichen ist die Idee, damit man irgendwas gut für den Kunden programmieren kann, sollte man als Entwickler, Entwicklerin mal einmal in den Laden reingehen, wo später die Software verwendet wird, und sich angucken, wie die eigentlich arbeiten. Also man sagt so ein sogenanntes Feldtest. Man geht wirklich ins Feld dahin, wo die Software später eingesetzt werden soll und guckt sich an, wie sind hier eigentlich die Abläufe. Damit man gewisse Vorstellungen von der Anwendungsdomäne kriegt und wie das da also funktioniert, und ein gewisses Gefühl dafür kriegt, wie sind eigentlich meine, die Leute, die das später benutzen, wie sind die so drauf, wie das Ganze funktioniert. Und die Idee dabei ist tatsächlich, lass den Architekten weg, lass oder den Requirements Engineering Schritt weg, lass Architektin dazwischen oder Architekt dazwischen weg, und nimm den und lass den Kunden am besten auch weg. Ne, also der Kunde steht jetzt hier, ist der mit dem Geld. Das ist nicht die gleiche Person, die nachher die Software verwendet. Na, und hier immer das Beispiel von der Kasse an der Mensa. Dieses Mensa-Kassensystem, wo wir prinzipiell alle unser Essen dann nachher irgendwie bezahlen, das wechselt so alle 2, 3 Jahre so gefühlt. Führen die eine neue Software ein. Na, die jetzige ist, glaube ich, schon etwas länger im Einsatz. Und Auftraggeber für so ein Kassensystem Software ist typischerweise das Studentenwerk. Ja, das Studentenwerk betreibt die Mensen. So, da ist jetzt irgendwo im Studentenwerk irgend so ein Manager, so ein Abteilungsleiter, der sagt, ja, okay, wir brauchen da mal neue Software, bla bla bla. Und der sagt typischerweise, naja, also wenn wir neues, die, was ich jetzt unbedingt gerne wissen möchte, ist so statistische Auswertung, wie lange dauert so ein Bezahlvorgang, wie viel von welchem Essen geht im Prinzip irgendwie raus und solche Sachen, die sind dem total wichtig. Dass die Frau oder der Mann, der da an der Kasse sitzt und das Essen eintippt, dass das für den gut funktioniert, ist dem Typen in der Abteilung vom Studentenwerk total egal. Ne? Der muss ja da nicht sitzen. Und der weiß auch gar nicht, wie eine gut funktionierende Kassensoftware aus Nutzersicht aussieht. So, und jetzt sieht man tatsächlich, wenn diese Software von Leuten gemacht worden sind, die mal irgendwann einmal daneben gestanden hat, wenn irgendwelche Leute an so einer Essensschlange da Essen ihr Essen bezahlt haben, dann funktioniert die gut. Und wenn die Leute nur mit dem Abteilungsleiter geredet haben, dann funktioniert die schlecht.
Und das kann man dann ziemlich gut an so Bedienungskomfort ableiten. Also wenn das schlecht gemacht ist, dann gibt es da eben so 5 Menüpunkte, die du anklicken musst und unter Menüs, bis du mal irgendwann gesagt hast, der hat Kartoffeln genommen. Na? Dann gibt es so Essen 1, 2, 3 plus so viel Beilagen und zwar die Lage, die Beilage, die Beilage und so ein Kram. Na? Und ja, danach kann ich super genau Statistiken erstellen, wie viele Leute welche Beilagen genommen haben, aber für den Bezahlvorgang ist das eigentlich irrelevant. Na? Und für die Kassiererin wäre es viel einfacher, wenn die einfach so 7 Beivorschläge hätte, was kostet das Ganze, und dann auf diese 4 oder 7 verschiedene Tasten drücken könnte und dann wäre gut. Und dann habe ich eben nicht genau erfasst, war das jetzt eine Nudelbeilage oder eine Kartoffelbeilage? Egal. Ne, weil ich das fürs Bezahlen eigentlich nicht brauche. So, im Augenblick sind die Schlangen an der Kasse bei uns in der Mensa länger als die Schlangen bei der Essensausgabe. Das ist noch nicht lange so. Ne, also vor 3 Jahren war eine Software, da ging das an der Kasse total schnell und du musstest nur anstehen, bis du dein Tablett voll hattest. Und danach bist du durch die Kasse gegangen und fertig. Jetzt bildet sich die Schlange immer in dem Essensausgabebereich, weil eben ich warten muss, bis mal an der Kasse der Bottleneck ist. Das war früher nicht so. Na, und es liegt einfach an der schlechten Software, weil die diesen Fehler gemacht haben. So. Nochmal wieder Folien. Es gibt Zwischenformen von dieser Kommunikation. Man kann so Meetings machen, wo man mit 7 Leuten oder 10 Leuten mit dem ganzen Team irgendwas bespricht und einer macht am Schluss von mir aus noch irgendwie so ein kleines Protokoll. Die sind relativ dicht an einem Gespräch dran, weil relativ wenig schriftlich gemacht wird. Das heißt, man hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn einer da was vorgestellt hat. Deswegen geht es eigentlich relativ schnell. Man hat so mittlere Kosten. Aber man hat eine eingeschränkte Reproduzierbarkeit. Also man weiß dann am Schluss noch, was haben wir jetzt da eigentlich besprochen? Ah ja, es gibt so Protokoll, da sind so die Beschlüsse so ungefähr drin, die Endergebnisse, aber nur so ein paar Stichpunkte, nicht wirklich jedes Detail. Und warum jetzt was wie genau geht? Und meistens muss ich dann doch nochmal nachfragen. Man kann auch per Mail kommunizieren. Das ist immer die Stelle, wo ich den ganzen Jahrgang ermahne, seid in euren E-Mails bitte höflich. E-Mails vermitteln einem so das Gefühl, die sind so informell und gesprächsähnlich. Tatsächlich ist das Text, der beliebig reproduzierbar ist. Wenn ich irgendjemanden in einer E-Mail ein bisschen ungeschickt anrede und sage, irgendwie Alter oder Flasche oder inkompetent oder könnt ihr eigentlich gar nichts oder solche E-Mails bekommen wir ständig, dann kann ich diese E-Mail ausdrucken. Und damit zum Dekan gehen und sagen, kannst du den mal bitte hier von der Uni schmeißen, der pöbelt mich an. Ja, und dann habe ich einen offensichtlichen Tatbestand einer Beleidigung. Wenn ihr am Bierpilz beim Sommerfest zu mir sagt, Albert, du bist ein Vollidiot, dann gehe ich zum Dekan und heute, der hat mich Vollidiot gesagt, dann gehen wir beide, kommt der Dekan zu dir, sag mal, hast du zu dem Vollidiot gesagt? Dann sagst du, nö, habe ich nicht gesagt. Ja, der Albert spinnt, Quatsch, der ist toll. Ja, dann bist du raus aus der Nummer. Wenn du mir eine E-Mail geschickt hast, wo drin steht, Albert ist ein Vollidiot, du Vollidiot, dann gehe ich damit zum Dekan, dann kommt die aus der Nummer nicht mehr raus. Dann sagst du, nee, das habe ich gar nicht so gesagt, dann sage ich doch, das steht da. Das habe ich nicht so gemeint, aber steht da. Dann halt der am Arsch. Na, deswegen seid mit E-Mails gefälligst vorsichtig, das ist wie ein Brief, das ist ein schriftliches Dokument, das beliebig reproduzierbar ist. Und da kann man dann eben auch anfangen, so Exegese zu betreiben, also so Wortauslegungsdinge. Ne? Also wenn jemand dieses Wort benutzt, das damals Hitler verwendet hat, dann ist er offensichtlich ein Rechtsradikaler und AfD-Wähler. Ne? Irgend so ein Scheiß. Da kann plötzlich dir das Wort im Mund rumgedreht werden, weil es schriftlich da steht. Ne? Dann kann man sagen, und guck mal, hier hat er einen Tippfehler reingemacht, da will er, das ist doch Ironie, da will er uns doch verarschen. Und dann werden plötzlich Dinge da rein interpretiert, die du da nie drin gestehen hast, so wie wir das alle im Deutschunterricht gelernt haben. Ne? Also seid gefälligst mit Mails vorsichtig. So, prinzipiell schlägt jetzt eben der Kurt Schneider vor, man sollte so ein lockeres Kommunikationspattern haben. Ich überspringe das jetzt hier mal. Und gehe jetzt in den letzten 10 Minuten nochmal drauf an, was dann anschließend der Kent Beck vorgeschlagen hat in dem Buch Extreme Programming. Ich führe das hier vor, das war Ende der 90er Jahre, ich meine 99 oder
8, 9, ich war noch in Paderborn. Das muss ja 98, 99 rum gewesen sein. Hat der Kent Beck auf der Software Engineering Tagung, European Software Engineering Tagung in Toulouse vorgetragen. Da war ich im Publikum und habe uns im Wesentlichen erzählt, also Leute, das, was Ihre Softwaretechniker da macht mit Architektur und sowas, ist totaler Blödsinn. Das hält den Laden nur auf, das funktioniert nicht die Bohne, hört damit auf. Da saßen lauter richtige ausgebildete Softwaretechnikforscher in dem Raum, so 150 Stück. Wir hätten, wenn wir faule Eier gehabt hätten und Tomaten, hätten wir den beworfen, gesteinigt, geteert und gefedert und alles. Ne, der ist da kaum lebend rausgekommen aus dem Raum. Wir waren stinksauer. Ne, die klassische Softwaretechnik war in ihren Grundfesten erschüttert. Wir haben aber dann eben länger drüber nachgedacht. Ja, und dann hat man so ein bisschen das aufgearbeitet. Und dann kam mir im Schluss raus, der Mann hat recht. Ne, und da müssen wir jetzt leider zugeben, das stimmt, was er sagt. Und im Extreme Programming sind 90% der Sachen vorgeschlagen worden, die wir jetzt im Softwaretechnik-Praktikum mit Jira und Git und Sprints und Releases und so machen. Und deswegen gucken wir uns das historisch nochmal an. Und so die erste Sache, die Kent Beck vorgeschlagen hat, macht so einen Planning Game. Was im Wesentlichen dieser Planning-Poker ist, den wir gerade hatten. Ne, wo wir einfach im Prinzip sagen, ja, das wird so und so viel lange dauern, was meinst du, was meinst du? Jeder legt so eine Karte vor sich hin, alle decken die gleichzeitig auf und dann kann man eben so darüber diskutieren, warum ist deine Schätzung anders als meine Schätzung. Das Ganze ersetzt komplett diese Requirements Engineering Phase. Na, also früher haben sich da eben wirklich Leute hingesetzt und haben aufgeschrieben in 100 oder 1000 Seiten Dokumenten mit Use Case Diagramm und allem Scheiß, was gemacht werden muss. Jetzt macht man so ein Planungsspiel, wo im Wesentlichen so kleine User Stories auf Karten geschrieben werden. Ich habe hier so eine. Zu der Zeit, als das entstanden ist, hat man da noch analoge Technologien eingesetzt. Das heißt, es gab eine Karteikarte. Da hat irgendeiner von Hand draufgeschrieben, das ist hier so ein Feature oder so ein Issue, das wir haben wollten. Issues heißen die in Jira. Das soll ungefähr das und das machen, bla bla bla. Ja, und vielleicht dann auch irgendwo schon einen Aufnahmetesten, ich glaube nicht. Das ist eine Story in Extreme Programming oder ein Issue in Jira, wenn ich das richtig überblicke. Ja, okay. Die wurden dann nochmal runtergebrochen, nachdem man mit dem Kunden gesprochen hat, was sind eigentlich die Features, die du alle haben möchtest, die Dinger und das auf Karten geschrieben hat, hat man sich dann eine von diesen Karten nach dem anderen genommen und hat gesagt, okay, um dieses Feature umzusetzen, müssen wir am Graphical User Interface das machen, am Datenmodell das machen, an der Client-Server-Kommunikation das machen und hat für diese einzelnen Dinger dann so Taskkarten geschrieben. Die waren auch wieder so komische Papierkarten, wo dann im Wesentlichen solche Dinge dran standen. Und wichtig ist jetzt hier, in der Ecke steht Task Estimate. Da konnte man einschreiben, was man glaubt, wie lange man dafür brauchte. Na? Und da war, was nehme ich jetzt hier, Arbeitsstunden, Tage, Wochen oder irgendwelche Story Points. Da war der Kent Beck, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig festgelegt, aber da gab es auch schon so die Idee, dass man so mit so Story Points arbeitet. Ich sage gleich nochmal was dazu. Heutzutage werden Story Points in Gummibärchen gemessen. Na, also das ist auch eine sehr beliebte Technik, dass man sagt, okay, die Anzahl der Story Points, die man hat, wird, dafür legt man einfach so einen Stapel Gummibärchen vor sich hin. Also anstatt mit so einer Karte zu arbeiten, nimmt man so eine Handvoll Gummibärchen, legt die vor sich hin. Und dann einigt man sich nachher, ja, okay, das ist 10 Gummibärchen wert. Und dann werden diese Tütchen mit Gummibärchen an diese Taskkarte geklebt. Und der das nachher fertig implementiert hat, darf am Schluss die Gummibärchen essen als Belohnung. Na, das ist im Prinzip dann die Idee, wie man das macht. So. Das ist alles, was bei Extreme Programming an Requirements Engineering gemacht wird. Wir sprechen mit dem Kunden und bauen solche Storykarten oder Issues oder solche Dinge mehr. Wenn wir mit den Issues durch sind, kommt die Designphase, da spricht das Team, okay, in welche Tasks brechen wir das runter? Und dann sind wir fertig. Na? Und dann implementieren wir den ganzen Kram und essen die Gummibärchen. So funktioniert ein Extreme Programming Projekt im Großen und Ganzen.
Und das macht man dann immer so weiter, in solche Dinge mehr. Ne? Und im Großen und Ganzen ist diese Idee die gleiche, die jetzt beim Scrum auch noch zugrunde liegt. Beim Scrum werden so ein paar Sachen ein bisschen anders aufgeschrieben, anders gemacht, aber das ist im Großen und Ganzen das, was wir da so tun. Okay. Dann hat Kent Beck tatsächlich der Unit erfunden. Das ist von dem zusammen mit Erich Gammer implementiert worden. Die erste Fassung, ich glaube immer noch von denen, oder? Ja, ne? Was ihr alle kennt, was heutzutage in jede IDE vernünftig integriert ist und ist einfach Stand der Technik. Die haben das damals im Prinzip gebaut und im Wesentlichen war da festgelegt, dadurch, dass wir nachher diese Features über Git alle so zusammenmergen, brauchen wir irgendeinen Mechanismus, der sicherstellt, dass nach dem Mergen noch alles funktioniert. Und deswegen war Kent Beck der, der verlangt hat, zu jedem Feature, das ich implementiere, für jede Funktionalität, das ich irgendwie in meinem Programm habe, gibt es einen JUnit-Test, der sicherstellt, dass nach einem Merge-Schritt, nach dem Pull-Request abgearbeitet ist, das wieder immer noch funktioniert. Eine der Grundideen von agiler Softwareentwicklung ist immer, zu jeder Funktionalität gibt es immer einen Test, der sicherstellt, dass diese Funktionalität nicht wieder verloren geht, dass das nicht kaputt gespielt wird durch spätere Änderungen. Ganz, ganz grundlegendes Prinzip. Deswegen hat extra der Kent Beck dieses JUnit gebaut, damit man dieses Prinzip umsetzen konnte. Na? Und das ist eben eine ganz grundlegende Sache, die eben sonst funktioniert Teamarbeit im agilen Kontext stumpf nicht. Ganz, ganz wichtig. Kent Beck hat Paarprogrammierung eingeführt. Er hat gesagt, es sitzen immer zwei Leute an einer Tastatur oder an einem Bildschirm. Ne? Und einer arbeitet jetzt gerade und der andere guckt zu, kommentiert das, schreibt Taskkarten, hängt Dinge ab, schreibt sich weitere To-Dos, die inzwischen durch aufstehen, auf und achtet darauf, er macht Reviewing die ganze Zeit und achtet darauf, dass Standards eingehalten werden, dass man die, dass man nicht einfach sowas sagt, hey, okay, super, fertig, und dann muss eben der Peer im Paarprogrammierung, der andere im Prinzip oder die andere sagen, ey, hey, wir haben auch keinen Test, wir müssen erstmal was müssen, oder wenn ich anfange, dann muss eben einer von beiden sagen oder ein Nee, hey, wir sollten mit dem Test anfangen, wir machen Test-First-Prinzip, ne? Nicht einfach irgendwie drauf loshacken. Wir brauchen auf jeden Fall Tests und solche Sachen. Soll eben in der Paarprogrammierung der Programmierpartner, die Programmierpartnerinnen sicherstellen. Das Prinzip hat sich nicht wirklich durchgesetzt, Paarprogrammierung. Es kostet einfach zu viel. Und ersetzt so Review-Techniken. Genau, in Scrum haben wir dafür jetzt diese Pull-Request-Nummer. Das soll im Wesentlichen das Gleiche leisten. Das ist die Idee. Dann gab es bei Extreme Programming schon diese Idee mit der Raumaufteilung. Dazu muss man so ein bisschen wissen, dass die Folie hatte ich glaube ich schon mal gezeigt. Da muss man so ein bisschen wissen, wie in Amerika so ein Großraumbüro aussieht. War da schon mal einer drin? Hm? Irgendeiner schon mal so ein Großraumbüro gesehen? Man sieht das in den amerikanischen Fernsehen. Die haben so Cubicles. Das sind so ein Schreibtisch und dazwischen rundherum so Stellwände. Oder auf dem Schreibtisch Stellwände, dass man so einen leicht abgeschlossenen Arbeitsbereich hat. Das ist eine klassische Organisationsform in so einem amerikanischen Großraumbüro. Jeder hat so einen kleinen Cube, in dem er da die ganze Zeit arbeitet. Das ist im Prinzip, damit man so ein bisschen gegen die anderen Leute geschützt ist. Und ein richtiges Büro, wo nur zwei Leute drin sitzen, ist den Amerikanern einfach zu teuer. Und diese Cubicle-Organisation führt dazu, dass ich eben nicht sehe, was macht mein Nachbar gerade. Und für Softwaretechnik funktioniert das nicht gut. Ne, Softwareentwicklung arbeitet eben gerade im Team. Da ist es gut, wenn wir alle irgendwie so zusammensitzen, dass wir merken, wenn der Nachbar irgendwie sich die Haare rauft, die Nachbarin sich die Haare rauft oder stöhnt oder irgendwie sagt, oh fuck, ich kriege das hier nicht hin, wo man mal schnell über den Tisch fragen kann, sag mal, wie geht das hier? Und dann kann eben der Kollege, die Kollegin schnell mal gucken. Ja, oder sag mal, kennst du dich nicht gut mit diesem HTTP-Request aus? Wie musste man da nochmal irgendwie JSON dran irgendwie machen und all so ein Kram? Da konnte man sich gegenseitig helfen. Eine Software
Entwickler, Entwicklerinnen arbeiten, wenn gerne in so einem Büro mit 8 bis 10 Leuten, ist eigentlich so eine ganz typische Größenordnung, wo man sich gegenseitig per Zuruf irgendwie ansprechen kann. Vielleicht 4 Leute geht auch, ne, oder 6 oder solche Sachen. Oder wo man, oder Büros nebeneinander, wo man schnell mal eben rübergehen kann und fragen kann. Das ist eine relativ wichtige Geschichte. In Zeiten von Corona ist uns das leider verloren gegangen. Wir setzen das jetzt eben durch Discord oder durch Zoom oder irgendwelche anderen Geschichten, so gut wie es geht. Es gibt statistische Untersuchungen, die sagen, ja, da geht was verloren, ne, wenn man sich nicht direkt sieht. Tatsächlich haben wir das aber auch selten so gemacht, dass wir wirklich gesagt haben, okay, auf dem zweiten Bildschirm läuft das Zoom oder das Discord die ganze Zeit mit. Das sollte man einfach haben, ne? Man sagt, okay, wir verabreden uns als Gruppe. Alle 8 Leute programmieren gleichzeitig an ihren an ihren Features und wir machen gleichzeitig dann eben so eine Team-Meetings-Geschichte, irgendein Discord von mir aus auf und können dann immer den anderen anpingen und sagen, hey, kannst du mir hier mal gerade helfen, schnell mal so ein Screensharing machen? Dann funktioniert das, glaube ich, hoffen wir genauso gut. So müssen wir halt heute arbeiten in Zeiten von Corona. Okay. In dem Original Extreme Programming gab es dann so weitere Auflagen. Der Fußboden musste, man brauchte Rollstühle, ne, was eigentlich ziemlich normal ist heutzutage, aber es war eben anscheinend nicht immer irgendwie total normal. Man braucht einen Fußboden, wo man eben schnell mal so mit dem Stuhl hin und her rollen kann, damit man zum Nachbarn rollen kann, um denen helfen zu können. Man braucht so eine Tafel und hier oben kleben so komische Papierzettelchen. Das sind tatsächlich diese Taskcards. Ne? Das war eben noch mit analoger Technologie. Die hatten keinen Jira und deswegen haben die das einfach irgendwo Zettel hingeklebt. Und irgendwo gab es so einen großen Stapel oder so eine Hängeregister. Ich glaube, hier sehe ich es auch kaum, wo man die fertigen Taskcards dann ablegen konnte. Und hier hinten ist dieser Tisch mit Süßigkeiten. Da lagen die Gummibärchen drauf, die man dann zur Belohnung gekriegt hatte, wenn man einen Task fertig hatte. Ne? Wie das jetzt funktioniert. Es gibt so Kudo-Mechanismen manchmal. Gibt es das in Discord? Kudos, Kudo, wo man so gegenseitig sich Respekt zollt und man so eine Belohnung kriegt oder irgendwie so Sternchen oder für die Beiträge, die man gemacht hat. Mann, keine Ahnung. Okay. Das ist auch was, was mit Corona verloren gegangen ist. Die Folie hier überspringe ich und die sind jetzt auch mit der Zeit eigentlich einigermaßen durch. Gemeinsamer Codebesitz wäre jetzt vielleicht nochmal schnell eine spannende Nummer. Das ist, denke ich mal, jetzt in den Projekten, seitdem wir Git haben, gar nicht mehr so was Besonderes. Zu der Zeit, Ende der 90er, als der Ken Beck das gesagt hat, war in den Köpfen der klassischen Softwaretechnik eben noch eine Person, ein Baustein, direkte Zuständigkeit und kein anderer durfte an diesem Baustein rumfummeln, keine andere. Na, das war ganz klare, direkte Zuordnung. Das löst sich eben mit dieser feature-orientierten Arbeitsweise komplett auf. Und dann bedeutet das am Schluss eines Tages, du kannst nicht mal sagen, hier diese Methode hier, die habe ich gebaut für mein Feature und die gehört jetzt mir, da fummelst du bitte nicht dran rum. Wenn irgendeiner sagt, na, den Teil Funktionalität, wenn ich diese Anpassung mache, kann ich die auch benutzen, dann darf jede Person das machen, die das möchte. Na? Und dann sagst du, ey, du spielst mir das kaputt. Nein, geht ja nicht, weil es gibt einen Unit-Test, der sicherstellt, dass irgendeine Funktionalität, die ich hier erwarte, nie verloren geht durch eine Änderung, die andere Leute machen. Na? Und wenn dann doch mal was kaputt geht, dann war mein Test scheiße, bin ich selber schuld. Das heißt, man kommt dann eben weg von dieser strikten Zuordnung, dieser Funktionalität wird nur von dem der Person irgendwie geändert, zu so einem gemeinsamen Codebesitz. Das war eine relativ große Revolution und eine klare Kampfansage gegen klassische Softwaretechnik in der Zeit. Refactoring, das würde ich gerne noch erwähnen. Das ist tatsächlich eine Idee von Kent Beck. Und diese Refactoring-Geschichte ist ein Argument, warum brauche ich keine Architekten mehr? Also Ken Beck hat sehr richtig erkannt, diese lange Kommunikationskette, diese stille Post, die da am Anfang treiben, ist eine schlechte Idee. Und wir lassen lieber den Anwender und die Entwickler direkt miteinander sprechen. Und dann kam aus der klassischen Softwaretechnik die Einwand, ja, aber wenn kein Architekt,
dann werden doch die Strukturentscheidungen gar nicht richtig getroffen, dann steht so Spaghetti-Code und dann funktioniert das Ding doch nachher gar nicht. Und daraufhin hat dann Kent Beck gesagt, ah, ja, das Argument muss ich jetzt nehmen, dafür machen wir Refactorings. Immer wenn wir irgendwann ein Feature fertig haben, gucken wir uns danach in der zweiten Phase, machen wir so eine Aufräumphase. Dann sagen wir, okay, jetzt funktioniert alles, wir haben J-Unit-Tests dafür und jetzt restrukturieren wir unseren Quelltext. Jetzt nehmen wir Copy-Paste-Stellen, lagern die in eine Methode auf und sammeln das zusammen. Und so weiter und so weiter. Denken nochmal über Vererbungsstrukturen nach, denken über den Einsatz von Design-Pattern nach und solche Geschichten. Und dann bauen wir den Code einfach um. Code umbauen war vor Kent Beck eine Sache, die du grundsätzlich nie gemacht hast. Du hast grundsätzlich nie an bestehendem Funktionieren, never touch a running system, war unsere Wahlspruch in den 80ern, Anfang den, und den frühen 90ern. Bloß nichts ändern, da konnten kleinste komische Änderungen konnten das ganze System zum Absturz bringen. Eine Variable umbenennen, großes Teufelswerk, um Gottes Willen nicht tun. Na, wer weiß, was das für seltsame Seiteneffekte hat. Und dann hat eben Kent Beck gesagt, wieso? Wir haben doch die Unit-Tests. Wir können ändern. Und dann wissen wir ja nach der Änderung, wenn wir irgendwie was umstrukturieren, eine Variable umbenennen, ob wir es richtig gemacht haben. Lassen wir alle Tests laufen, sehen wir das. Wenn nicht, machen wir es rückgängig. Und dann hat er gesagt, und diese Refactorings sind ja unser Ersatz für Architekturüberlegungen im Vorhinein. Die machen wir jetzt dann halt am lebenden Produkt. Und dafür brauchen wir Werkzeugunterstützung. Und ich weiß nicht, ob ihr das in IntelliJ schon mal gefunden habt, dieses Benenne irgendeine Variable um. Mit allen anwendenden Vorkommen ist eine Funktionalität, die hat IntelliJ oder haben diese Art von Entwicklungsumgebung, erst nachdem Kent Beck erfordert hat, das wollen wir haben. Wir brauchen das. Früher, zu meiner Zeit, ging das nicht. Da musstest du das mit dem Editor von Hand machen. Und das kam eben erst, nachdem Kent Beck gesagt hat, doch, das ist eine Funktionalität, dafür brauchen wir Werkzeugunterstützung. Oder nehmen diese 5 Zeilen, die ich jetzt Copy-Paste 4-mal in meinem Code habe, mach daraus eine Methode und ersetze immer da, wo diese 5 Zeilen sind, das durch einen Methodenaufruf. Das ist so ein Extract Method Refactoring. Ist auch was, was Kent Beck gefordert hat und was anschließend mit unglaublich viel Aufwand programmiert werden musste und was heute aber jede vernünftige Entwicklungsumgebung als Funktionalität anbietet. Na? Und dass wir das jetzt haben, haben wir dem Kent Beck zu verdanken. Da gehört nochmal irgendwo so eine bronzene Statue aufgestellt, als Dank für diesen ganzen Kram. Kontinuierliche, jetzt habe ich schon 7 Minuten überzogen, kontinuierliche Systemintegration, den will ich noch losbringen, war eben zu dieser Zeit, wo man gesagt hat, okay, jeder baut eine Komponente, danach bauen wir die am Schluss irgendwann mal zusammen, am Ende des Projektes. Und da hat Kent Beck gesagt, das ist eine richtig blöde Idee. Das gibt diesen komischen Big Bang und dann ist so ein Bottleneck, wo in dieser Integrationsphase nur einer arbeiten kann und 100 verschiedene Bugs irgendwie resolven muss, Dinge, die nicht richtig funktionieren muss, ändern muss. Das funktioniert nicht gut. Wir brauchen die ganze Zeit, jeden Tag ständig irgendeine Art von Integration. Und tatsächlich ist das dann später sogar weitergetrieben worden, wo man gesagt hat, und immer wenn wir das wieder hingekriegt haben, machen wir ein neues Release. Das heißt, wir machen dann Continuous Integration. Das ist das, was im Wesentlichen Kent Beck gefordert hat. Das bedeutet im Prinzip, man hat aber dann auch irgendwo, heutzutage, dann kam danach eigentlich sowas wie Jenkins oder Travis. Kennt das einer? Lernen wir das in diesem Praktikum? Jenkins aufsetzen, Travis aufsetzen? Okay, man kann in den Gruppen Sonderpunkte bekommen, wenn man einen Jenkins aufsetzt. Was im Wesentlichen bedeutet, es gibt in der Cloud einen Server, der auf dem Git-Repository horcht. Und jedes Mal, wenn man da einen Commit gemacht hat oder einen Push oder einen Pull-Request, dann läuft so ein automatischer Test in der Cloud, der das aktuellste Fassung sich holt und alle Tests laufen lässt und guckt, ob die noch alle grün sind. Wir machen das für FULIP die ganze Zeit. Wir haben das früher für STMLIP gemacht. Also unsere Projekte haben das zu 99%. Na, hier am Fachgebiet, das will man einfach haben. Lass uns mal so einen Travis angucken. Aha, so viel Zeit muss sein.
Okay, das ist der Travis, wo die meisten von meinen Projekten irgendwie drin sind. Hey, na, und da gibt es hier, FooLib ist aufgeteilt in FooLib.org, FooLib Scenarios, FooLib Gradle, FooLib. FooLib Mockups ist gerade kaputt. Schlamperei, hat keiner gemerkt. Na? Da ist irgendwie der letzte Build irgendwie fehlgeschlagen. Und zwar vor 2 Monaten, das hat sich keiner drum gekümmert. Schlamperei. SMLib ist tatsächlich aus der Wartung raus. Org Fujaba Graph Engine ist schon seit 2 Jahren, hat das keiner mehr angepackt. Und das Ding wird halt einfach regelmäßig laufen, dass man kann sich hier auch mal draufklicken. Dann sieht man so ein bisschen genauer, was ist hier passiert und warum das jetzt irgendwie schiefgegangen ist, will ich jetzt nicht in Ruhe nachgucken. Im Prinzip gibt es jetzt einfach da einen Bot, der läuft irgendwo in der Cloud und der lässt regelmäßig diese ganzen Tests immer laufen und schickt dann nachher eine E-Mail raus, hey, da ist was kaputt gegangen an die Teammitglieder, damit man sich drum kümmert. Der Grund dafür ist, dass man das eben sehr häufig vergisst, diese Prüfung zu machen. Okay, das heißt, wir machen das im Wesentlichen, diese Sache. Das ist wieder was, was Ken Beck gefordert hat, was inzwischen Standard ist, dass man das tut. Wem Continuous Integration zu langweilig ist, der macht Continuous Deployment. Das heißt, der macht immer, wenn alle Tests durchgelaufen sind, gleich ein neues Release. Der König des Continuous Deployment ist Linus Torvald mit Linux. Der hat das erfunden und der hat das eben auch massiv gemacht. Und bevor Linus Torvald Linux gemacht hat, gab es von einem Betriebssystem wie Windows alle 10 Jahre eine neue Version oder und dann vielleicht alle einmal im Jahr, zweimal, alle 2 Jahre ein Update, aber viel öfter nicht. Nee, das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Also Windows 3, das hast du dir installiert und fertig. Ne, da hast du nie wieder ein Update eingespielt. Und dann gab es mal irgendwie 3.1 und das war so in den 80er, 90er Jahren, das kam dann so 4 Jahre später raus oder so. Ne? Und jetzt kriegen wir so alle einmal im Quartal so ein Service Pack oder einmal im Monat, so grob. Ja, ne? Und auf unserem Smartphone kriegen wir auch ständig irgendwelche Patches. Das sind im Prinzip jetzt relativ zügige Dinge. Das Erste, der das gemacht hat, war Linus Torvald. Der hatte nachher eine typische Zeit zwischen 2 Releases, war so 1 Stunde. Ne? Der hat mehrere Releases pro Stunde gemacht. Und das kann man dann auch nicht mehr manuell machen, sondern das geht eben vollautomatisch mit irgendeinem Bot. Und das sind Ideen, die im Grunde auf Ken Beck zurückgehen. So, jetzt gucken mich hier alle schon wütend an, weil sie die nächste Vorlesung halten wollen. Dann schließe ich jetzt mal. Kommenden Freitag haben wir keine Vorlesung, weil 1. Mai. Mal gucken, ob wir eine Maiwanderung machen können. Wenn nur in kleinen Gruppen, Social Distancing, ihr wisst das, ne? Und dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder um 12 Uhr hier in dieser Runde, hoffentlich mit noch ein paar mehr Kamerabildern. Danke ich für die Aufmerksamkeit. Und schließe jetzt mal hier die Aufnahme.